Dammit, ich hab den Link vergessen, den falschen. Ey Kiki, schreib mal rein, dass ich im anderen Stream bin. Ich hab den Stream verkackt. Jetzt müssen wir mal warten, bis hier wieder ein paar Leute reinkommen. Ich hab's verschissen. Schauen wir mal, wann hier die Leute reinkommen. Oh mein Gott, mein Fehler, Leute, mein Fehler. Da ist es schon. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert, ne? So, Moment, ich muss hier jetzt auch alles umstellen. Sorry, Leute, falls ihr jetzt gerade bei dem Stream jetzt reingekommen seid. Ich muss hier jetzt auch rein. So, ich brauche hier noch den Chat. Ey, war klar, dass an so einem Tag wie heute ein bisschen Chaos herrscht. Okidoki, da sind wir jetzt wieder drinnen. Jetzt sehe ich euch auch. Jetzt sind natürlich die ganzen Likes weg, die ich vorher hatte. Schade. Das ist mein Problem, mein Fehler. So, Jungs und Mädels, grüß euch und hallo. Wir warten noch ein bisschen zusammen. Ein paar haben erst noch nicht ganz gecheckt, dass ich mich verklickt habe und sie jetzt, glaube ich, das alles nochmal. Müsst ihr einfach nur neu laden? Oder müsst ihr nochmal auf die Hauptseite gehen, um sie dann... Ja, egal. Daumensammler, ich bin voll der Daumensammler. Die Likes sind schnell wieder da. Mal schauen. Matt Lovin, grüß dich und hallo. Schau, Matt Lovin hat etwas gemacht, das ich eigentlich schon vorher anklingen lassen wollte. Der ist jetzt einfach mal nicht Abonnent. Nein, er ist jetzt Kanalmitglied. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Hey, malst du heute den Fatih an? Der Samurai? Ja. Schön, dass es hier, da geht's jetzt wieder ab. Schau, jetzt kommen sie alle rüber. Also, für all diejenigen, die jetzt erst gerade reingekommen sind, weil sie zufälligerweise, warum auch immer, noch im falschen Stream waren. Hallo und herzlich willkommen. Das Bierchen geht auf euch. Ist ein alkoholfreies Bierchen heute. Heute hat mir Nini eines vom Hofer mitgebracht. Karlskrone heißt's. Ja, mal schauen, ob's schmeckt. Der Schweighofer live von der Farbe. Analog, grüß dich. Hauptseite neu starten, aber das kennen wir ja. Hm. So. In den letzten Tagen, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt habt, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, bei mir ist es dezent bis schwierig rund gegangen. Unsere kleine Hündin hat Brustkrebs und das wurde diagnostiziert, weil sie Knoten im Magen, also im, nein, am Bauch hatte. Jetzt hat man ihr gleich zwei Brustwarzen weggenommen. Ich meine, ich sag, ist egal. Die hat immer noch Sex. Aber dennoch, das mit dem Piercing, mit dem Vollpiercing wird jetzt scheiße. Hat aber auch zur Folge, dass man so ein bisschen mitleidet. Ein bisschen ist gut, schlaflose Nächte hat. Und ich eigentlich gestern live gehen wollte, das Ganze auf heute verschoben wurde. Und wir noch vor 2 Stunden bei der Ärztin waren, weil die Nähte aufgerissen sind. Ach, ist alles wunderschön. Ja, der Hintergrund ist neu. Ja, wollt ihr mal anschauen? Ich habe hier ein bisschen was umgebaut, gestern und heute, weil ich mir gedacht habe, ich renne da immer darüber, um meine Farben zu holen. Warum mache ich sie nicht daher? Und jetzt habe ich festgestellt, Moment mal, ich habe sehr viele Farben mittlerweile. Ich brauche Farbenhalterungen, deswegen druckt momentan mein X1 Carbon da hinten Farbdosenhalterungen. Ja, wir drücken alle die Daumen, das ist schön, ich druck was, ihr drückt was. Wunderbar. Ralf, grüß dich, auch dir. Herzlichen Dank, dass du jetzt ein kleiner Bastler bist. Ihr könnt diesen Kanal mit 3,99 € im Monat, Achtung, das ist keine Abo-Falle, ne? Ihr werdet jedes Monat gefragt, ne? Könnt ihr den unterstützen, damit ich mir Blödsinn kaufen kann. Wie zum Beispiel Filament oder Farben oder Pinsel. Das Problem ist nur, es gibt da noch sowas. Und zwar gibt es Leute, die der Meinung sind, sie wollen mich intensiv unterstützen. Wie zum Beispiel der Hans-Peter. Der Hans-Peter, der hat beim letzten Stream schon eine kleine Applaudierung von meiner Seite bekommen, weil er sich einfach so ein bisschen ins Herz reingebrannt hat. Der hat mir den riesengroßen Army Painter Farbensatz gekauft. Und es gab da noch so ein Set, das auch noch mitkam, mit irgendwelchen Grasbüscheln und Erde und alle Wahnsinn. Also großartig auf jeden Fall. Und der Hans-Peter hat anscheinend maßlos übertrieben. Und habe beschlossen, hey, dem Schweige, dem kaufe ich jetzt auch noch ein Pinselset. Großartigerweise, voll geil. Ich kenne die Army
Painter-Pinsel noch nicht. Wir werden sie aber heute testen, weil ich versuche heute alles mit denen zu malen. Und er schreibt noch, damit du nicht immer die von deiner Frau stibitzen musst. Hans-Peter, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du ein stiller Zuseher bist. Wir haben das letzte und das vorletzte Mal versucht, dich irgendwie ausfindig zu machen in diesen Streams. Aber leider. Ah, die Farben hängen jetzt hinten schön an der Wand und der Bambus steht jetzt da, wo dass wir ihn sehen können. Ja, eben so ein bisschen, ja, und ein bisschen mehr Licht im Hintergrund, ja. Ehre, Hans-Peter, voll die Ehre. Du bist schuld, dass ich mir heuer einen Bambu gekauft habe. Ja, schön, oder? Ich mag das. Übrigens kommt dir damit klar, dass die Kameraperspektive ein bisschen höher ist. Also er guckt jetzt so ein bisschen auf mich runter. Hat so einen psychologischen Aspekt. Ihr werdet euch so ein bisschen erhabener, cleverer fühlen, oder? Ja. Ja. Coole Aktion. Die Army Painter Pinsel sind nicht schlecht, liegen gut in der Hand. Wir werden sehen. Ich packe die gleich mal aus. Nein, ich packe sie nicht aus. Es geht immer bei den Streams momentan. Wir werden heute diesen Saruman bemalen. Das wird vielleicht nicht die actiongroße Arbeit, aber wir sehen. Aber ich mache immer so vorher ein paar Infos. Und dann geht es irgendwann mal los. So sammeln wir jetzt ein paar Leute zusammen und ich kann dann schön meine Timestamps setzen. Ich habe in der Bastel-Wastel-Gruppe eine Frage bekommen. Hans-Peter ist im Chat. Da ist der Hans-Peter. Hans-Peter, das meiste Zeug von dir hängt da hinten, ne? Ein Grund, dass die Werkstatt schön ist, ist wegen dir. Und dass wir jetzt in Zukunft so Saruman oder so nicht mit gelber Haut bemalen müssen, sondern mit Hautfarben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du beim letzten Mal dabei warst, da haben wir uns auch schon bedankt. Du bist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, in den letzten 3 Streams der Held des Tages und hast auch immer... Ja, Himmelherrgott, Nummer 1, du bist echt ein kommoder Kerl oder eine Kerlin. Also wirklich, ich muss dir sagen, Dankeschön, gell, von rechtem Herzen, weil das macht nicht jeder. Ja. Diesen Spruch bekommen. So schaut's aus im Hexenhaus. Auf jeden Fall danke. Fühlt mich schon vorher. Was? Fühlte mich schon vorher haben? Ja, wunderbar. Wenn ich gewusst hätte, dass du umbauen musst, dann hätte ich noch mehr gekauft. Nein, hör auf. Ich habe genug. Also, ich habe jetzt noch Sorge, dass ich die anderen Farben, die ich ja auch besitze, überhaupt Platz habe. Da hinten. Weil, wenn möchte ich das jetzt schon expandieren. Also ihr seht diese Box hier, vielleicht seht ihr sie, ja, das ist ein bisschen schwarz ist es. Die habe ich mir jetzt vorgestellt, dass ich sie viermal drucke. Da passen 2, 4, 5, 2, 4, 6, 30 Farben rein. Und ich muss mal mindestens 90 noch hinbekommen, ja. Bester Mann, unser Hans. Ich finde auch. In der Bastel-Wastel-Gruppe auf Facebook hat man mich gefragt, ob ich nicht so etwas mal drucken kann. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Ist die Kamera oben ein? Nee, natürlich ist sie nicht ein. Der Klassiker. Schaut mir nicht auf den Bauch. Nee, nicht auf den Bauch schauen. Ist die Kamera jetzt ein? Keine Speicherkarte? Nein, ist natürlich keine Speicherkarte. Und jetzt haben wir ein Bild, ne? Jetzt haben wir ein Bild. Das Ding hier, die werden momentan auf Printables ohne Ende gezeigt. Das sind solche 3D Bilder, die man irgendwie in Rahmen setzen kann. Und ja, ich weiß jetzt nicht. Mich haut es jetzt nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Ich habe es auf schwarz gedruckt und habe das dann, Moment, den Like-Button können wir mal wegmachen, und habe es dann mit leichter Bronze dry gebrushed. Ja, welcher Bauch? Analog, danke dir, danke dir. Jetzt bin ich auf die glorreiche Idee gekommen. Naja, vielleicht ist das ja eigentlich so ein Lito-Ding. Ja, will ich auch noch drucken, aber mehrfarbig, meint der Wiki. Ich hab's dann in weiß gedruckt. Und hab's dann gegens Licht gehalten. Und festgestellt, na, da sieht man jetzt auch nicht irgendwie was Besseres. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft von diesen Drucken, weil die sehen in einem 3D-Rendering eigentlich ziemlich geil aus auf Printables, aber dann in Wirklichkeit, naja. Also vielleicht habe ich auch welche gedruckt, die nicht so cool sind. Die sind aber momentan so der letzte Schrei. Die setzen die Leute in den Bilderrahmen rein. Ja. Carbon mal auch in Farbe drucken. Ja, wie in Farbe drucken? Mit welchen Farben? Sollte ich mir wieder mal die Anleitung besser durchlesen, oder? Die Produktbeschreibung. Guten Abend, du wundervoller Mensch. Ich bin von KAD und Marketing für
Hexagon Prinz zuständig. Danke für deine schnelle Antwort letztens. Ja, gerne. Stimmt, wir haben geschrieben miteinander. Wie heißen die denn? Wir können denen mal auf den Grund gehen. Achtung, ihr seht euch jetzt wahrscheinlich selbst, weil ich den Chat natürlich auch hier drinnen habe. Auf Printables entdecken sie Modelle und da waren die irgendwie gleich mal relativ schnell. Wahrscheinlich suchen wir uns jetzt wieder dumm und dämlich. Da, sowas in die Richtung. Der Den... Ja, genau. Und... also, jetzt mal im Ernst, die sehen hier richtig geil aus. Also, die sehen so richtig deep aus und so. Aber dann schaut man sich das Modell an. Gut, hier geht's jetzt nicht, weil dann muss man den supporten. Aber die kann man auch ohne Support nutzen. Da, sie zum Beispiel, das ist so ein Klassiker. Und dann sieht man, das ist eigentlich... Lass mal das Modell mal kurz laden. Jetzt nicht so das Tolle. Seht ihr? Das ist feistdünn. Also, ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Lithos druckt man eh stehend? Ja, schon klar. Schicht für Schicht eine andere Farbe, meint der Matthias. Eventuell sehen sie mit Drybrush oder Rappen Buff besser aus. Das habe ich eben probiert. Ist das... So eine Art Kupferstich, ja, es wirkt so. Du hast heute einen leichten Hall oder ist das nur bei mir so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich den Osttrakt meines Studios offen gelassen, rüber zu den Stallungen. Das kann sein, dass es deswegen ein bisschen halliger kommt. Kommt erst mit richtiger Hintergrundbeleuchtung. Du müsstest die Beschreibung lesen, da werden mehrere verschiedene Filamente während des Drucks verwendet. Ja, dann habe ich wieder mal so etwas, wo ich sage, scheiße, ich war vielleicht der Blöde. Sind mehrfarbig, Schicht für Schicht. Okay, gut. Vorschlag meinerseits, das Wochenende wird jetzt noch ein bisschen so Farbzeug gedruckt, aber ich gehe die Sache noch mal ein bisschen intensiver an und lese es mir durch und versuche es irgendwie besser zu machen, okay? Nächstes Ding, Maker's World. Lasst uns mal ganz kurz über die Seite Maker World reden. Das ist im Prinzip die vom Bamboo Lab. Ja, ist immer noch eine Beta-Version. Man liest das hier oben links. Mal im Ernst, Leute. Findet ihr die Seite geil? Was ich geil finde an der Seite ist, dass man natürlich jetzt hier auf 3D-Drucker gehen kann und dann Zubehör für 3D-Drucker und dann zum Beispiel gerade für Bamboo Lab Produkte extrem viel cooles Zeug findet. Auch mittlerweile ziemlich schöne Sachen. Ja, das mag sein. Ich bin ehrlich gesagt aber über den... Zusatz oder wie sagt man denn da, über die Update-Printerei meines Druckers hinaus und sage, ich möchte eher kreative Sachen haben. Und es gibt schon nette Sachen, aber nett ist halt so ein bisschen scheiße, ne? Also ich habe das, was ich hier finde, finde ich auf anderen Seiten auch. So richtig die Exclusive-Sachen habe ich noch nicht wirklich gefunden. Vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren, auch hier. Vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, hey, sowas kriegst du wirklich nur bei Maker World, aber so der letzte Schrei ist noch nicht da. Hoi! Wobei, ich muss sagen, eine Piranha-Pflanze in XXXXXL wäre vielleicht gar nicht so blöd. Die habe ich jetzt nirgendwo bisher gesehen. Vielleicht wird die Seite auch erst größer. Es ist ja auch so, dass wenn wir unser Bamboo Studio öffnen, wir mittlerweile, machen wir auch gleich mal, ich weiß, ihr schreibt ohne Ende, ich schaue gleich, ne? Wir haben, wenn wir hier ein New Project machen, ganz oben jetzt eben hier diesen Hochladen-Button. Und dann können wir eben bei Bamboo Studio 3D-Daten hochladen. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich ja ehrlich gesagt auch noch nicht der rechte Besitzer bin. Wovon ich ja ausgehe, dass du es eigentlich sein musst. Wenn du ein 3D-Objekt erstellst, musst du ja auch die Rechte haben, um es hochzuladen, damit die das wieder weiter vertreiben können. Also... Ich habe noch nicht ganz den Sinn und Zweck der Seite verstanden. Mal schauen, wie es weitergeht. Mal schauen, wie sie sich etabliert. Wie gesagt, momentan haut es mich noch nicht von Hocker. Aber was sagt ihr dazu? Könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben, falls ihr das Video nicht live seht, sondern gerade erst in der Aufzeichnung. Schau mal im Discord, da habe ich dir auch eins geschickt. Mit Eisregen, danke dir. Matthias, halt doch mal deine Lampe hinter der Scheinwerfer. Habe ich schon, schaut scheiße aus. Ist so.
Matthias, guten Abend, Grüße aus Berlin, hoffe, deinem Hunde geht's gut. Die Hündin liegt gerade bei Nina im Bett und pennt sich gerade den Rausch aus. Die wurde heute sediert und dementsprechend sieht die bunte Farben. Warten, die Seite ist neu. Ja, ist klar, ist noch eine Beta-Seite. Alles gut. Aber mal schauen. Makers Welt muss erst wachsen und sich entwickeln. Auch das ist mir klar. Es ist aber auch so, der Kanon dieser Seite war ja so, sie versuchen es extra für User von, mein Druck ist fertig, für User von unseren 3D-Druckern, wie dem Bamboo Lab P1 oder X1 Carbon oder so weiter zu machen, die auch vielleicht das AMS nutzen. Und da habe ich jetzt schon so ein paar Sachen gefunden, die aber auch anderswo zu finden waren. Deswegen, für die Uploads gibt es ein Guthaben. Daher lade ich momentan viele alles hoch, was die Shout auf andere Plattformen haben. Ach so, okay. Vorteil ist halt, dass Leute direkt über den Bambus Leiser das Projekt speichern und mit den richtigen Druckeinstellungen. Das ist schon klar. Du baust dir im Prinzip, ich sage jetzt mal, einen mehrfärbigen Druck auf. Lädst es hoch und lädst es im Prinzip mit allen Einstellungen, die du für dieses Projekt gemacht hast, dann hoch. Und die Leute können sich im Prinzip nicht eine STL runterladen, sondern eine komplette Datei, die sie einfach 1:1 hier in den Bambusleiser wieder reinsetzen können. Das ist schon geil. Heli, geht langsam. Geht langsam. Noch nicht perfekt, aber geht langsam. Ich drucke übrigens momentan ohne Ende. Ha, ist das heiß hier! Mit den Nobofil-Materialien. Und zwar habe ich momentan das PETG von Nobofil in Arbeit. Das quietsch-quietsch-gelbe, weil ich das einfach großartig gelb finde. Nee, ganz im Ernst, ich möchte das PETG einfach testen, weil ich das noch nicht wirklich gut in Test hatte. Es druckt sich extrem gut. Man muss ungefähr 15 Grad heißer gehen als normales PETG durch die Stahlnossel, die einfach hier im Bamboo Lab verbaut ist. Auch die Temperatur am Heizbett wird um 5 Grad ungefähr erhöht. Mein großes Problem, was ich mit dem Bamboo Lab nur momentan habe, ist, dass sehr oft ich während des Druckes ein paar Sachen nachchecken möchte. Wie zum Beispiel, probieren wir es mal eine Stufe schneller. Nur als kleines Beispiel. Oder ich passe die Temperatur noch so ein bisschen an. Und da, ich möchte ganz kurz einfach mal an alle Bamboo Lab X1 Carbon User die Frage rausstellen oder Userinnen. Kackt euch manchmal auch der Display ab. Also einfach so, dass er hängen bleibt. Und dass ihr den Druckjob abwarten müsst und nur noch über das Handy oder die normale App oder den Slicer am Rechner euren Drucker nachjustieren könnt. Ich habe das Gefühl, dass bei mir das jetzt schon mehrere Male passiert ist. Ich tippe am Display noch irgendwas rum, schaue noch mal ganz kurz und dann bleibt er einfach hängen. Muss ihn am Schluss wieder neu starten und dann kann ich wieder in die Projekte reingehen oder, keine Ahnung, auf die SD-Karte zugreifen und so. Wenn euch das ebenfalls passiert, lasst es mich wissen. Würde mich interessieren. Die Teile übrigens, das sind die einfachsten, die ich gefunden habe. Ich möchte meine Airbrush-Farben hier schlichtweg so drauflegen. Und der Vorteil dabei ist, man kann leicht schräg draufschauen und dementsprechend sehe ich gleich, welche Farben es gibt. Man kann sie auch umdrehen, aber die Army-Painter-Farben lassen sich anhand des Deckels ziemlich gut unterscheiden. Ihr seht da hinten, die unteren sind rot, es gibt weiße, es gibt schwarze. Und aufgrund des Deckels, ja, ich schaue sie mir gerne so an, wenn sie so drinnen liegen. Das Ganze wird jetzt schwarz lagiert, weil ich sie im Studio gerne schwarz hätte. Vom Material her, bombenfest. Was willst du bei PETG? Ist flexibel, aber stabil. Noch kein Problem damit, noch nie. Ist bei mir noch nie passiert, kam es vielleicht durch das Update, das kann ich nicht so beurteilen, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Okay. Ich bekomme ab und zu heute eine Nachricht, die ist meistens dann von Nini, wenn sie mir Updates gibt, wie es unserem Hund geht. Ist einfach so. Nee, aber wenn ich während dem Druck was einstellen möchte, macht er das nicht und springt wieder zu der vorhergehenden Einstellung um. Ich habe auch das Problem, wenn ich zum Beispiel das AMS mit neuem Filament bestücke, kann es passieren, dass, also möchte ich den AMS-Slot natürlich dann sagen, was alles drinnen ist. Dann sage ich, hey, das ist generisch PETG oder keine Ahnung, PLA oder das ist vom Bamboo Lab ein eigenes Filament oder wie auch immer. Und dieses Menü ist furchtbar
buggy. Also ich klicke drauf und es passiert nichts. Ich klicke dreimal drauf, dann passiert wieder was. Und also alles nur über den Display. Der Display ist bei mir so ein bisschen buggy. Ich bin mir nicht sicher, ob es am Connector liegt, am Display selber oder an der Firmware. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich es dann schaffe, eine Farbe einzustellen und zu sagen, das ist PLA oder PETG oder was auch immer und gehe auf OK, dann bleibt die Einstellung der vorhergehenden Einstellung immer für mindestens eine Minute und dann springt er irgendwann mal automatisch um. Also entweder ich habe ein Montaggerät, was den Display angeht oder die Software, oder es ist etwas, das ich einfach akzeptieren muss. Also es ist jetzt nicht so, klick und es funktioniert. Ja, ich glaube, es liegt an der Firmware, ist bei mir auch sehr buggy. Okay. Hat hier was auch Probleme mit Slot 3, das AMS, dass er nach dem Druck nicht richtig entlädt und einen Error hat? Nee, das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Oder liegt es an den Wurstfingern? Kann es nicht, weil ich das Ding verwende. Das ist ein Stift mit einer, also wie sagt man denn da? Das war eigentlich ein Kugelschreiber, den habe ich dann zugeklebt, weil ich nur diese Gummispitze brauche, weil ich auch beim Ender mit meinen Wurstfingern Probleme hatte. Und jetzt kann ich mit dieser Noppe hier wunderbar meinen Finger imitieren. Mhm. Ich nutze für Displays zum Bedienen so einen Handystift mit Gummikopf. Damit geht's eigentlich. Ich eben auch. Nur, dass ich mal was Cleveres sage hier. Mache ich auch und funktioniert dann doch ab und zu nicht. Und was ich auch das Problem hatte, ich lade Generic PLA von meinem Rechner in den Slicer. Also ich gebe dem Slicer vor, hey, ist ein Generik. Stell die Temperaturen ein, stell die Lüfter ein, alles drum und dran. Lad es dann via Wireless, WLAN hier in meinen Drucker rein. Der macht die ersten zwei Schichten. Also die erste Schicht, dann macht er die Scan-Schicht, wo er im Prinzip rüber kennt, scannt. Und dann fährt er mit dem Bauraumlüfter volle Kanne nach oben auf 100%. Obwohl ich das nie drüben eingestellt habe. Also es ist so, momentan hat es manchmal so kleine Sachen, die kann man immer einstellen. Das Problem ist nur, dann gehe ich hier hin, will den Bauraumlüfter ausstellen und es kann passieren, dass ich gar nicht so weit komme, weil der Display schon hängt. Und dann druckt der ganze Job halt mit volle Kanne Bauraumlüfter. Also, who knows, who knows. Es ist spannend, sehr. Männer, da habe ich echt ein schlechtes AMS erwischt. Der Feeder war von Anfang an kaputt und er entlädt nicht richtig. Da, der Dumm. Vielleicht hast du noch Garantie drauf. Ganz im Ernst. Kiki hatte, von Kiki kennt jemanden, der hatte auch ein Problem mit seinem Drucker. Bei dem hat vieles nicht funktioniert. Er hatte so ein Montagsgerät. Der Chat anscheinend oder das Support von Bamboo Lab war sehr gut. Und am Ende des Tages wurde der Drucker sogar eingeschickt. Mein Neffe schreibt es, er wurde sogar eingeschickt, weil sie einfach das Problem nicht lösen konnten. Kurze Frage, ist Facebook Bastelwastel nicht mehr da? Doch. Die Bastelwastel-Extrem-Gruppe ist noch da. Kiki kann gerne mal einen Link reinposten. GZUZ79 grüß dich, hi. Machst du den Lüfter aus bei PLA? Den großen Bauraumlüfter, ja, der läuft auf 10% oder so. Einfach, beziehungsweise läuft halt, also, Moment mal, wir haben, naja, es gibt diesen Seitenlüfter, das ist der lange, der auf der rechten, auf der linken Seite drinnen hängt. Dann gibt es den Objektlüfter, nennen wir es mal so, der direkt auf der Nozzle hängt. Und dann gibt es hinten ja nochmal diese Absaugung, die mit dem Kohlefilter. Und die läuft eben bei mir so extrem laut. Vielleicht zwei verschiedene Profile, Startcodes am Drucker und im Slicer. Das könnte natürlich auch noch sein. Ja, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Ich meckere noch nicht groß rum, aber ich möchte sie mit euch teilen, weil der eine oder andere sagt, hey, probier es mal so. Das war wieder ein Anwenderfehler, weil das bin ich ja gewohnt, dass ich der Depp bin. Und dann kann ich das auch hoffentlich tauschen. Aber in dem Fall momentan haut es noch nicht hin. Lass uns langsam aber sicher zu Saruman gehen. Mit Abstand die langweiligste Figur aus dem Herr-der-Ringe-Universum, weil ich den schlichtweg einfach auch schon in den Filmen nicht mochte. Der war immer so,
Ja, ich weiß nicht. Ich mag den einfach nicht so gerne. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen geziert. Was es aber ist, ist ein absolut schönes Modell. Ihr seht es vielleicht nicht in der Vorschau hier, aber hier sind wunderbare filigrane Muster drinnen. Auch hier der ganze Bereich oder auch die Schärpe hier runter, wunderschön. Und es ist wahrscheinlich ein ziemlich furchtbar kompliziert zu bemalendes Objekt, weil Saruman schlichtweg der Weiße ist. Und wenn jemand weiß ist, ist er halt weiß. Das ist die intensivste Farbe, die auf diesem Modell wahrscheinlich heute existieren wird, ist der Hautton bzw. die Lippenfarbe. Der Rest ist grau in grau, wohin ich schaue. Genau. Deswegen habe ich mir auch wunderbare Referenzbilder rausgedruckt, um einfach mal zu erkennen, ah, interessant, der hat wieder Schweighofer auch. Hier in der Mitte, er hat es dunkel, ich habe es hell. Also ich bin andersrum. Ich bin eher von der guten Seite. Ich bin eher so der graue Gandalf-Typ und nicht der weiße, doch in der Mitte ein bisschen grau-Typ. Naja, nichtsdestotrotz. Weiß ist keine Farbe. Ja, ich weiß. Wie kann man Christopher Lee nicht mögen? Er ist ein guter Schauspieler. Aber er ist halt einfach ein zu guter Schauspieler. Der war den ganzen Film lang, wusste ich schon, ich habe die Bücher nie gelesen, aber schon beim ersten Teil habe ich gesagt, das ist ein Wichser. Der fällt dir in den Rücken, Gandalf. Der fällt dir in den Rücken. Was hat er getan? Isengard geflutet, der Arsch. Wobei, nee, das waren eigentlich die Hobbits. Nee, auch nicht wirklich. Egal, das waren eigentlich die Ents. Baumbart und Kollegen haben das gemacht. Auf jeden Fall hat der Isengard zerstört. Oder, ja. Lehnen wir uns mal nicht so weit aus dem Fenster. So gut ist meine Materie bei Herr der Ringe doch nicht. Was für eine Rolle hast du da drin? Ich habe das Problem bei Bruserrollen, die rutschen öfter durch. Ich habe noch nie eine Bruserrolle verwendet. So, gehen wir ein bisschen Farben shoppen. Was brauchen wir? Weiß brauchen wir. Gut, Weiß habe ich schon hier. Ich habe nämlich hier wieder mein wunderbares Farben-Dingsbums, wo ich meine ganzen Farben hier rein, meinen Farbenständer. Ich habe Hauttöne hier, die werden wir brauchen. Weiß werden wir brauchen. Grau haben wir hier. Blau brauchen wir. Aber nur ein sehr helles. Ein paar Grautöne vorgemischt. Ein paar Metallic. Gunmetal kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gold vielleicht, hat er Gold drauf? Nee. Gut, das sind so mal die Hauptfarben, die wir wahrscheinlich heute benötigen werden. Jetzt stellt sich die Frage, wenn man jemanden als Gandalf den Weißen macht, sollte man ihn schwarz grundieren? Kannst du mal den Link zur SDL von dem Papprollen-Adapter reinposten? Hab schon zwei ausprobiert, aber war zu klein. Der andere schleift am AMS-Deckel. Der Dom. Ach, du meinst, die Teile hier, die habe ich auf Printables runtergeladen. Muss ich dir nochmal schauen. Da kann jetzt Kick hier auch nicht helfen. Die weiß nämlich auch nicht genau, welche ich genommen habe. Meine haben hier zwei Noppen. Eine hier und eine hier. Und die Arion-Rollen haben eben diese Löcher hier drinnen. Also ich habe extra nach diesem Ring für Arion-Rollen gesucht, für die Karton-Arion-Rollen. Und deswegen kann ich die jetzt hier reinpoppen, dann aufdrücken und dann schnappen die überall ein. Ich muss aber auch gestehen, ich hatte schon Rollen, die ein bisschen feucht geworden sind und die so gewellt waren. Mein Weiß zum Beispiel schafft es nicht, weil es irgendwo, das hat das geht so ein bisschen raus. Das ist der Nachteil an diesen Rollen, die nachhaltig sind, aber sie sind halt dementsprechend nicht gut flexibel. Also sie gehen nicht, sie bleiben einfach komischerweise immer in so Eierform. Und dann eiern die hier im Filamentwechsler drinnen oder im AMS und du hast das Problem, das ich jetzt eben auch schon mal hatte, dass der Motor dann einfach sagt, hey, ich krieg's nicht mehr hin. Hey, ihr meint, wie kommst du mit Fusion 360 zurecht? Gar nicht, ich habe das Programm noch nie genutzt. Stimmt nicht, ich habe es mal genutzt, aber nie verstanden. Die Adapter suchst am besten je nach Hersteller, weil die meisten Rollen nicht gleich groß sind. Ja, beziehungsweise es gibt eben so Konnektoren, dass sie auch wirklich dran haften. Und manche musst du festkleben.
Nachhaltig heißt nicht foamhaltig. Oh, 91 ATK ist der beste Spruch des Tages bisher. Das macht irre viel Spaß, mein Kiki. Ja, man muss sich halt einfach nur auch auskennen. So, ich mach mal eine Grundierung drauf, weil ich schon eine Grundfarbe benötige. Bei vielen Objekten braucht man keine Grundierung. In unserem Fall nehme ich eine weiße und die habe ich natürlich wieder nicht vorbereitet. Naja. Und ich hätte eigentlich noch so ein Sandwich-Dust gehabt. Ich mach's mit euch ganz tricky heute. Normalerweise möchte ich mit Schwarz grundieren, weil Schwarz mir jeden Schatten vorgibt. Das könnten wir auch probieren. Wir haben dann nur sehr, sehr viel Weiß zu lackieren. Aber gerade diese Bereiche hier möchte ich eigentlich gerne schwarz haben. Okay, machen wir so. Wir probieren es mit der altbewährten Methode. Erstmal schwarz machen und dann mal weiß machen. Und da hinten ist jetzt meine Absauganlage. Ihr seht sie nicht mehr so gut. Ich habe, wie gesagt, keine 12.000 Euro für 25 Kameras. Deswegen müsst ihr leider Gottes jetzt hier einfach akzeptieren, dass der da drinnen ist und ich jetzt meinen Arsch hier ins Publikum zeige, damit ich zeige, wie ich hier bemale. Von unten wird der schwarz grundiert. Muss gar nicht voll und ganz geschwärzt werden. Kopf kann eigentlich fast ausgespart werden. Es geht nur darum, dass die Schattenkanten dunkel sind. So. Da haben wir Gandalf den Saruman den Schwarzen jetzt gemacht. Blende ist auch gut, aber auch eine gute Lernkurve. Ja, ja. Ich habe mit ZBrush angefangen. Kennt wer ZBrush? ZBrush ist ein Modellierungsprogramm, wo du im Prinzip aus einem Tonklotz modellierst. Ist wunderbar zum Figuren modellieren und so. Aber auch, 3D ist schon so, next level. Ich dachte, hey, ich kann Photoshop, Lightroom, kenne ich mich aus. Nee, 3D ist was ganz was anderes. Das Multitool im Hintergrund vom letzten Stream, einfach genial. Ja, ich find's auch geil. Ich sehe schon die dritte Kamera vor mir. Da ist sie, aber ich habe noch keine Kabel. Ich habe ja irgendwie eigentlich schon ein bisschen so das Ziel, dass ich mich so auf einem, dass ich mir einfach umdrehe und hier malen kann und dann die Farben runternehme und dann wieder hierher gehe. Aber mal schauen. Weiß einer von euch, wo die Absaug hinpustet, außer außen oder Filter? Da, die pustet in den Filter rein. Den Filter reinige ich auch regelmäßig, beziehungsweise tausche ihn. Es gäbe aber eine Adaption im Hintergrund, wo du dann nach außen die Abluft pusten kannst. So, und wenn ich es mir gut ausgerechnet habe, geht sich das mit meinem Föhn wunderbar aus. Wie gesagt, die nächsten 2 Minuten sind ein bisschen langweilig. Ihr seht meinen Arsch und meinen Rücken, weil ich das hier einfach vorgrundiere. Aber so muss ich mir nicht jedes Mal meine Werkbank komplett neu aufbauen. Was schon ein bisschen mühevoll war. Saruman der Schwarze. Man sieht, der hat jetzt einfach nur von unten überall schwarz bekommen. Das reicht mir an und für sich, ja? So, und jetzt wird im 70 Grad Winkel von oben mit Grau darüber und dann mit Weiß darüber gearbeitet. Warum 70 Grad? 60 Grad sehen scheiße aus. Ihr müsst die 70 Grad, das sind 70 Grad. Und dann muss man genau diese Position haben. Und mit den Knien kann man dann den Lift machen. Und dann kann man das, also ich erzähle keinen Scheiß. Überhaupt nicht. Ihr müsst mal ganz genau hinschauen. Ne? So, von oben runter im 70 Grad Winkel. Die Haare, die sowieso weiß bleiben, werden wieder weiß gemacht. In dem Fall mache ich jetzt aber eher gräulich. Und überall, wo der Nebel in 70 Grad jetzt runtergeht, trifft er ja gegenseitig auf die 20 Grad schwarz nicht und da bleibt es dunkel.
Glaubt ihr mir nicht? Seht ihr gleich. Es liegt nicht an den Gasen hier, aber ich habe einfach Spaß heute. So. Das war jetzt Grazia, heißt das. Grazie oder Grazia. Ist in etwa so ein Grauton wie mein Shirt. Und jetzt kommt noch White Car drüber, das ist weiß. Und das setze ich aber jetzt bewusst jetzt nicht überall hin, sondern gerade übers Gesicht und über die Schärpe, die ihr da trägt. Okay. Die 70 Grad nicht vergessen, ne? So, dann lassen wir das noch ein bisschen laufen. Das waren die drei Grundierungsfarben. Was ist mit Uhu hier? Der viele Uhu tut dir nicht gut. Ich habe tatsächlich noch gar keinen Klebstoff heute aufgemacht. Muss ich mal ändern. Wo ist der digitale Winkelmesser? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Interessanterweise, die Farben sind schon trocken. Großartig. Ich war heute im Action, weil ich mit euch ja schon darüber gesprochen habe, dass der Micha mir erklärt hat, dass es im Action-Markt großartigerweise sehr, sehr günstige Farben gibt, die mit Zink versehen sind, glaube ich. Eine Verzinkung dürfte das sein. Damit kann man Layerschichten oder so fast unsichtbar machen. Geil, dass mein Netto-Markt, mein Netto, nein, was habe ich jetzt gesagt? Heißt der Netto? Auf jeden Fall dieser Markt hier, der hatte das nicht mehr. Deswegen konnte ich es euch nicht zeigen. So, ich sehe jetzt anscheinend kleine Fäden, die ich noch wegbrenne und gut ist. Action heißt er nicht Netto, Action, Action! Ich mag es, wenn es im Chat so abgeht. Nein, Schweigi, du hast dich schon wieder verredet. So. So sieht er aus, der Kollege. Man sieht jetzt eigentlich schon wesentlich mehr. Die Augen sind schon relativ dunkel. Unten ist er fast schwarz. Was mir gefällt. Aber auch zum Beispiel hier an solchen Stellen. Dadurch, diese 70 Grad, ich sag's nur nochmal, sie sind großartig. Ich habe Boxershorts von Action. Die lösen sich im Wasser auf, oder? Oder bei Schweiß lösen die sich auf, habe ich gelesen. Ein ganz fieses Zeug. Wir mischen Hautfarbe an. Jetzt wird es ein bisschen intensiver. Also, was brauchen wir denn? Ich habe Barbarian Flash. Lass ihn so. Warum soll ich ihn so lassen? Saruman der Schwarz-Weiße, oder was? Oder glaubst du, er wird nicht besser? Viel Farbe braucht man da nicht mehr. Schau, sehr gut. Der Hans-Peter, was ist denn jetzt los? Der Hans-Peter schenkt mir Farben und mein Barbarian-Flash geht aus. Ist das ein Zeichen, Hans-Peter? Das ist es. Sieht schon so gut aus irgendwie. Sieht halt nice aus wie eine Statue. Ja, dann war's das jetzt hier mit diesem Mal-Tutorial. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao. Nein. Nein, Leute. Ich muss meinen Pinsel auspacken hier. Also, ich bin echt gespannt auf die Pinsel. Kann ich nicht beurteilen. Hab sie nie länger als 3 Tage an die Unterhosen. Übrigens, wenn ihr was von Army Painter kauft, da kommen immer solche Broschüren dazu. Die sind höchst interessant, sind zwar auf Englisch, aber ist total egal. Sieht man, wie man Farben mischt, welche Kombinationen gut aussehen, Tabletop-Sachen sind da drin. Lese ich mir immer im Scheißhaus durch. Ja. Und dann gibt es meistens noch einen Farbenkatalog. Und die haben das hier. Das hätte ich eigentlich sehr gerne. Seht ihr das? Es gibt solche lebensgroßen Farbständer. Das wäre unten, das wäre richtig geil. Unten mit den Dosen. Und unten kannst du die ganzen kleinen Farben reinmachen. Und in der Mitte sogar, das wäre perfekt. Dann könnte ich hier einfach so ein Farbregal reinziehen. Und dann hätte ich alles drauf. Ja, und hier sieht man halt einfach, welche Farbtöne sie momentan im Programm haben.
Und Achtung, Leute, wenn ihr auf Amazon oder so Farben von Army Painter kauft, geht nicht davon aus, dass ihr Metallic-Töne oder Washes mit drinnen habt. Das ist nämlich ganz oft der Fall, dass man das separat kaufen muss. Die Washes haben alle den roten Deckel. Das sind die Farben, die in die Sicken reinrinnen, damit das Ganze noch dreidimensionaler wird. Und die Metallic-Farben, die sind alle mit schwarzen Deckel. Und das sollte man unter Umständen nachschauen. Nicht, dass man da was kauft und dann schlussendlich feststellt, scheiße, ich kann gar kein Silber malen, obwohl ich jetzt voll die geilen Farbpalette gekauft habe. Ich brauche Army Painter als Sponsor. Ja, da kommen wir jetzt einfach eigentlich zu einem geilen Übergang. Vielen Dank dafür. Die Kiki hat eine Connection aufgemacht, die ziemlich interessant ist. Diese Connection heißt PK Pro. Habe ich das richtig ausgesprochen, Kiki? Ja, ich glaube schon. PK Pro ist ein Online-Händler, der auf Tabletop Miniaturen, Malerei, Airbrush, Modellierung und so Zeug spezialisiert ist. Und ich habe gestern fast eine halbe Stunde mit dem Chef von denen telefoniert. Und die sind an einer Zusammenarbeit äußerst interessiert. Heißt für euch, Prozente oder Gewinnspielprozente, ihr bekommt irgendwas geschenkt. Und ich habe endlich einen deutschen Hersteller oder einen deutschen Versandhandel, der auch deutsche Produkte vertreibt, beziehungsweise auch Fachpersonal hat, das sich in diesen Bereichen sehr gut auskennt. Und das finde ich schon geil. Das finde ich schon richtig geil. Was meint der Steffen? Hans-Peter, im Namen aller Zuseher sage ich auch mal Danke. So geht der Content wieder nahtlos weiter. Nicht, dass ich mir wieder aus Obi-Farben irgendwas rausmischen muss. Also, in Zukunft weiß ich, jeder Pinsel, der weiß ist, ist vom Hans-Peter. Außer der schwarz war. Warum auch immer der schwarz ist. Was haben wir denn da? Schauen wir uns mal ganz kurz die Pinsel durch, weil das ist ziemlich interessant. Wir haben Drybrush-Pinsel. Boston-Pinsel sind meistens Drybrush. Schreiben Sie es rauf. Sie schreiben für Terrain, wahrscheinlich weil man einfach sehr viel vom Terrain damit machen kann, malen kann. Dann haben wir einen gesplitteten Pinsel, der im Prinzip in 70 Grad Neigung gesplittet ist, macht wunderbare Kanten. Den gleichen in groß. Und dann haben wir 2, 4, 6, 7 Kleinpinsel, die von, ich würde mal sagen, 50H bis 700H oder so gehen. Die sind alle sehr hart. Da muss man einfach wissen, dass man sie vorher auswäscht, damit man diese Stabilität rausbekommt und dann kann man mit denen gut malen. Marcel, das lese ich gar nicht vor. Modellbaukönig ist da auch sehr gut, kenne ich nicht. Ich fand das jetzt einfach nur cool, die kommen aus Paderborn und Kiki hat den Kontakt einfach mal groß gemacht und finde ich toll. So, wir versuchen einen äußerst blassen, aber doch röslichen, ja röslich ist das Farbwort, Farbton für das Gesicht von Saruman zu hinzubekommen. Und ich stelle gerade fest, wahrscheinlich habe ich viel zu viel von diesem Barbarian-Flash hier drauf gemacht. Ich muss das Ganze noch ein bisschen minimieren und aufhellen. Manche Farben sind einfach zum Aufmischen, also wenn man sie heller machen möchte, fast nicht geeignet, weil sie so unfassbar viel Pigmente haben. Jetzt habe ich unsagbar viel Weiß drinnen und wahrscheinlich seht ihr es in dieser Auflösung bei der Kamera nicht wirklich, aber das ist jetzt ein schöner, vielleicht ein bisschen zu intensiver. So, jetzt haben wir so einen schönen Hautton. Optimal. Im Vergleich immer zu seiner Haut gehen und mal schauen, kommt das von der Hautfarbe hin? Die kommt bei mir eher hin. Die ist jetzt einfach zu hell, aber funktioniert tadellos. Mit dir, Schweighofer, hast du schon mal Pinstriping gemacht? Tatsächlich nicht. Das ist mit Abstand eines der kompliziertesten Sachen. Falls ihr nicht wisst, was Pinstriping ist, ich wasche den Pinsel mal ganz kurz aus. Das wird mit sehr langen Pinseln gemacht, die unglaublich viel Farbe aufnehmen können. Kommt eigentlich aus dem Chinesischen, mit denen sie Schriften gemalt haben. Und diese Pinsel werden in einer speziellen Technik, meistens auch mit Handschuhen, damit man gut rutscht, über Lacke gezogen. Also das sind Lackpinsel. Und damit kann man eben zum Beispiel Hot Rods oder Motorräder oder was auch immer mit extrem geilen Linien verzieren.
Das Ding ist nur so, man muss symmetrisch arbeiten und man darf nicht zittern und man muss mit dem ganzen Körper arbeiten und das ist, wow, also richtig, richtig kompliziert. Ja. Gut. Meine Frage ist, ob ich jetzt hier mit Drybrush arbeiten soll oder nicht. Ich denke, nein. Ich denke, wir sollten ihm wirklich eine solide Hautfarbe hier machen, die in alle Poren geht. Dadurch, dass dieser Farbton, den ich hier nutze, sehr dünn ist und ich sowieso mit Wasser verdünne, kann ich, glaube ich, diese Schattierung, die ich ja jetzt momentan durch das Grau und das Schwarz hier auf der Haut habe, mit übernehmen. Mal schauen. Warum sehe ich das als einen sehr komplizierten Kopf anzumalen oder als eine sehr komplizierte Büste? Weil ich hier nicht wirklich dreckig arbeiten kann. Ihr habt das wahrscheinlich in den anderen Streams schon gesehen. Ich arbeite sehr gerne mit Figuren, die im Prinzip eine schöne Textur am Schluss darüber bekommen. Irgendwas Rostiges, irgendwas Dreckiges, Ehrliches. Saruman ist aber einfach jetzt so ein kompletter Saubermann, ne? Außer am Schluss, als er vom Turm runterfällt, dann ist er so ein bisschen aufgespießt. Aber sonst ist er eigentlich nie dreckig in der Serie oder in den Filmen. Und dementsprechend muss ich hier sauber arbeiten. Hat natürlich auch einen Vorteil, wenn das Motel gut verarbeitet ist. So, ich male den Augapfel und das Augenlid komplett in der Hautfarbe aus. Macht mehr Sinn, wenn man wirklich bis zu den Augenbrauen hochmalt und am Schluss dann diesen Bereich hier wieder ausarbeitet und ausmalt. Zwischen den Bereichen der Augenbrauen wird auch ganz leicht hier reingemahlen, damit dann ab und zu auch mal ein Hautton hier existieren kann. Christian meint, das ist die Königsklasse, du meinst das Pinstriping. Ja, das ist... Also, ich mache ja Airbrush wirklich schon seit Jahren. Also ich habe mit 17 oder mit 18. Mit 18 habe ich meine erste Airbrush bekommen und habe damals angefangen, freihand Menschen zu malen. Ich habe versucht, Comics und Karikaturen zu malen. Das war so eigentlich meine erste künstlerische Arbeit nach der Stein- und Holzbildhauer-Ausbildung. Und dann hat es natürlich auch angefangen mit Motorrädern, Handyhüllen damals, das war so der Klassiker. Und auch Motorhauben habe ich gemacht. Und da kam ich schon auch auf Lektüre, weil damals gab es noch kein YouTube, die man halt einfach irgendwo bei uns bei der in der Trafik oder auch am Bahnhof kaufen konnte. Und da waren oft Airbrush-Anleitungen dabei, aber eben auch diese Pinstriping-Anleitungen. Und ich habe es probiert. Entweder ich hatte immer die falschen Pinsel oder auch schlichtweg zu wenig Geduld und auch kein Vertrauen in mich, dass ich das jemals irgendwann mal hinbekomme. Aber wir können es mal ausprobieren. Man muss nur schauen, vielleicht könnt ihr mir mal schauen und das in die Bastel-Wastel-Gruppe oder in den Discord posten, wo es solche Pinsel gibt, die leistbar sind und mit denen man unter Umständen recht gut einsteigen kann. Weil das ist, glaube ich, auch etwas, ich weiß aus Erfahrung von anderen Leuten, die das schon machen, man braucht da wirklich gutes Material. Mit einem schlechten Pinsel kommst du nicht weit. Aber vielleicht gibt es ja so ein Mittelding, dass man es einfach mal ausprobieren kann und dass ich es mal zeigen kann. Und dann probieren wir einfach mal meinen Dacia, die Motorhaube, zu verschönern oder so. Nee, mach mal nicht. Nee, kein Dacia. Nein, der bleibt heilig. Ich muss hier ein bisschen sauber arbeiten und dementsprechend können wir quatschen. Aber ich möchte dem Herrn Saruman eine schöne Hautfarbe geben. Ahoi und guten Morgen. Ja, guten Morgen zurück. Es ist ein Zauberer, der wird wohl einen Wäschezauber haben, damit er immer weiße, strahlende Wäsche hat. Ja, genau. So, ich habe mal die erste Grundschicht durch und habe noch festgestellt, das ist nicht das Einzige. Ich muss ihm ja hier die Lippen bzw. den Kinnansatz auch noch malen. Nie vergessen, immer mit der gleichen Verdünnung zu arbeiten. Ich tauche den Pinsel meistens ein- bis zweimal im Wasser ein, nehme eine Stelle hier bei meiner Farbe und vermeng sie dann. Du merkst dann schon auch, ist das eine intensive Farbe oder nicht.
Man kann das auch hier relativ gut so machen. Wobei ich beim Halten hier ein bisschen Probleme haben werde. Aber man kann, wenn man es nicht verscheißen möchte, hier auch auf den Fingernagel malen, weil das an und für sich eine wunderbare Stelle ist, um zu testen, ob die Farben deckend sind oder nicht, ob sie rinnen oder nicht. So, das sieht am Anfang immer etwas bescheiden aus. Man malt so malen nach Zahlen mäßig. Man patzt da auch mal ein bisschen in den Bart rein. Sieht nicht so schön aus. So, und jetzt machen wir eine Wet-in-Wet-Technik. Ich habe mir hier zwei Farben angemischt. Einerseits ist das eine etwas dunklere, hier, und andererseits eine bisschen hellere. Und ich nehme jetzt mit viel Wasser verdünnt die dunkle auf und fange an, diese Konturen, die etwas dunkler im Gesicht sind, auszumalen. Wie zum Beispiel diesen Bereich hier. Oder auch natürlich den anderen Bereich hier. Und durch die Nass-in-Nass-Methode kann ich jetzt, wo ist mein... ein Tüchlein, kann ich jetzt den Pinsel relativ trocken machen, also nein, farblos machen, aber nass machen und die vorhandene Farbe verstreichen. Das würde eigentlich auch mit Airbrush funktionieren, aber ich möchte den heute ohne Airbrush malen und schlichtweg versuchen, mit Pinsel hier diese Techniken anzuwenden. Und deswegen sind solche Motive wie hier ganz wichtig, weil ich auch ganz gut sehen kann, was sind denn bei den Kollegen hier wirklich die tiefen Falten, die Bereiche. Die mache ich jetzt schon ein bisschen dunkler. Wir gehen am Schluss dann sowieso noch mit Dry Brush drüber und garantiert mit einer Wash. Aber jetzt kann ich schon zum Beispiel am Haaransatz, das ist immer etwas dunkler, oder in den Falten drinnen, die tiefen Stellen, die kann man jetzt auch schon etwas rötlicher gestalten. Erstmal dick auftragen. Und im nassen Zustand mit einem farblosen Pinsel, aber einem wässrigen Pinsel, diese Stellen hier wieder so ein bisschen verpulvern. Eigentlich baue ich mir auf meinem Modell so eine Art Wash und versuche die mit dem Pinsel dorthin zu geleiten, wo ich sie eben brauche. Sehr gut. Der Rest wird dann mit der Wash gemacht. Gerade mal geschaut, ein Pinstriping-Pinsel kostet 27,90 € auf Amazon oder wo. Und da kannst du davon ausgehen, das ist wahrscheinlich jetzt nicht der beste. Ne? Also ich habe da mal einen Artikel darüber gelesen, das sind ganz spezielle Haare von ganz speziellen Tieren. Ich glaube, das ist so... Ja, das ist Hodenhaar vom Kamel oder so, irgendwas. Irgendwas total... wo nur drei Haare sind und du brauchst eine ganze Herde, dass du einen Pinsel zusammenbekommst. Sowas in die Richtung. Also das ist so richtig Delfin-Achselhaar oder so irgendwas. Sag's nicht, doch, Kiki. Ich sag's. Ich sage euch, dass ich jetzt den hier mal etwas föhne. Weshalb hast du die Farben mit Wasser verdünnt? Das sind sehr pigmentstarke Farben, das heißt, sie sind sehr intensiv, wenn du sie aufträgst. Und es ist wahrscheinlich nicht sehr, sehr erkenntlich jetzt schon, aber ich schaffe Übergänge dadurch. Ich mache kein, es wird kein fleckiges Gemahle, wenn ich eben hier die Kanten zum Beispiel etwas dunkler mache und sie dann mit Wasser verdünnt in den schon vorhandenen Stirnbereich zum Beispiel reinmale. Was ist das nochmal für ein Föhn? Das ist ein Grundig-Föhn, aber ich hab's. Das, ich glaube, es ist die Artikelbezeichnung. Wenn du was zu schreiben hast, bitte notiere mit. HS3820. Ich bezweifle, dass es diesen Föhn irgendwo noch zu kaufen gibt. Der Föhn ist schlichtweg aus dem Second-Hand-Laden und wurde für 3,20 Euro von mir gekauft. Die Lockenbürste habe ich abgemontiert. Der schwarze Pinsel aus dem Set ist ein spezieller Army Painter Masterclass Kolinsky Brush TL5010. Weil er so einen geilen Namen hat, ist er speziell oder ist das jetzt einfach nur die Bezeichnung? Der ist speziell, weil der heißt so. Das ist der einzige, wo sie gesagt haben, ja, jetzt tun wir einen schwarzen dazu und den benennen wir. Nein, das steht tatsächlich oben, oder? Kolinsky Masterclass. Nee, es ist wahrscheinlich...
der, seht ihr, ich schleck die sofort ab. Es ist so ein. Es kann sein, dass diese Pinsel eine andere Haarstruktur, also dass sie aus anderen Borsten bestehen und dementsprechend besser sind, weil sie stabiler sind, weil sie mehr saugen, weil sie sich leichter auswaschen lassen. Es gibt da sehr, sehr viele Unterschiede. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Borsten, die hier in so einem Drybrush-Pinsel sind, ganz andere sind wie die da drin. Können wir uns mal vielleicht mit der Pinselmanufaktur für Faber-Castell oder so mal unterhalten? Es gibt noch zu kaufen, diesen Lockenstab. Im Ernst? Was, das sind Rot... Was, Rotmarder-Borsten sind das? Echt? Ui! Dann mache ich den mal weg. Das ist... Rotmarder ist mitunter das teuerste an Haaren, die ihr bei Pinsel bekommt. Wenn es vom Grunde ist, gibt es dann noch bei Mediamarkt. Geil. Okay. Ich sollte mir überlegen, ob ich heute partiell erst das Gesicht mache, dann den Bart mache und die Haare, weil ich glaube, wir kommen so am besten ans Ziel und ich sehe dadurch, was ich gerade vermeide oder ich zeige es euch mal. Ich mache mir mal eine rote Wash an. Die Rotwash bei Army Painter ist blutrot. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. So, jetzt nehmen wir uns diesen Pinsel her. Dieser Pinsel, der nennt sich Monster, ist einer, der extrem saugt. Entschuldigung, ihr seht genau gar nichts. Der hat eine sehr, sehr lange Borstenlänge. Waschen wir mal ganz kurz aus. Und der saugt unfassbar viel Farbe. Und das ist eigentlich ein idealer Pinsel, um mit Washes zu arbeiten. Und ich verdünne mir die Wash extrem stark, ziehe sie aber auf meiner Palette so weit an den Rand, dass ich hier viel Farbe habe und hier eigentlich die sehr verdünnte. Weil dadurch kann ich jetzt immer mehr ranmischen, wenn ich was brauche. So, und jetzt sehe ich auch schon, okay, die Wash selber ist vielleicht noch ein bisschen zu dick. So, und ich trage seitwärts auf. Also ich nehme die ganze Breite des Pinsels und schiebe diese Farbe jetzt bewusst über das ganze Gesicht drüber. Dadurch, dass die Wash eine andere Oberflächenspannung hat, zieht sie sich jetzt in diese kleinen Ritzen und Falten und eben Stirnfalten zum Beispiel rein. Und dadurch, dass ich sie so extrem verwaschen habe, wirkt sie auch nicht mehr so unfassbar rot, wie sie ursprünglich war. So, bei den Augen ist das sehr gut zu erkennen. Am Anfang zieht sie sofort in die Falten und Sicken rein. Das ist eine geile Geschichte. Man muss ein bisschen aufpassen. Also man muss üben, definitiv, damit man auch weiß, ob man jetzt zu viel Wash oder zu wenig Wash verwendet hat. Aber ich sag's mal so, der Pinsel, der wird ja irgendwann mal washlos. Er wirkt ausgewaschen. Und dann kann ich solche Stellen wie hier beim Bart zum Beispiel wieder aufnehmen, auf einem Tuch zum Beispiel austrocknen, wenn sie zu viel sind. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur schauen, wo möchte ich meine intensive Wash haben und wo nicht. Zum Beispiel hier gibt es Falten in der Mitte, die genau hier bei der Stirn sind. Die möchte ich mal ganz kurz hier ausmalen, auch auf der Nase. Dann puste ich sie einmal kurz an. Damit trocknet die oberste Schicht. Und jetzt kann ich mit einem nassen Pinsel die unteren Schichten stehen lassen und die obersten wegnehmen. So, und jetzt habe ich auf einmal hier zwischendrin diese kleinen Falten. Und das Ganze wirkt besser. Das heißt, es ist so eine kleine Wissenschaft. Man muss das so immer wieder probieren und vielleicht auch eine neue Wash anmixen. Aber ich rate euch, Washes nie 1:1 zu verwenden. Außer ihr habt eine spezielle Wash, wie zum Beispiel von Citadel gibt es Washes, die eigentlich genau für Hauttöne schon fertig sind. Aber in unserem Fall ist es so, dies ist einfach eine rote Wash. Die kann Blut erzeugen, die kann Rost erzeugen, was ihr so wollt. Und ihr müsst sie halt einfach nur dementsprechend gut verdünnen. So, und jetzt kriege ich hier auch schon langsam aber sicher die Mimik raus, die ich eigentlich möchte. Ich werde hier noch nicht mit dem Föhn arbeiten, erst wenn ich der Meinung bin, meine Washes liegen ganz gut.
Die brauchen nämlich eine Zeit, bis sie trocknen. Und das hat den Nachteil, dass meine Washes irgendwann mal, wenn ich mit dem Föhn jetzt rangehe, Nasen bilden. Und dann wird das Ganze nicht mehr so schön. So, bei den Augen müssten sie langsam angetrocknet sein. Jetzt nehme ich mir hier wieder das raus, was zu viel ist. Und gerne hätte ich jetzt eine Makrokamera, damit ihr das genau seht. Aber ich habe es sogar jetzt schon geschafft, durch die Wash das untere Augenlid rötlicher zu machen. Jetzt muss ich nur schauen, dass beim Bartansatz hier nicht zu viel rot ist. Da stempel ich einfach mit meinem Pinsel weg. Und das ist die Magie. So, und jetzt lasse ich den hier einfach mal so liegen. Achte jetzt überall ein bisschen drauf, dass ich alles richtig gemacht habe. Und jetzt lassen wir mal kurz antrocknen. Nach 2-3 Minuten ist der angetrocknet und kann angeföhnt werden. Ist eine Wissenschaft, aber ich mache das gerne. Und vor allem, das händisch zu malen mit keiner Wash, sondern mit normalen Farbe, mega. Der Pegger ist da, hallo mein Lieber. Hoffe, dir und eurem Hund geht's gut. Dem geht's langsam, also den Umständen entsprechend. Als Hundepapa habe ich ganz doll Mitgefühl. Wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, du kennst das ja. Da leidest du 1000 Tode mit deinem Hund. Ist ja auch irgendwie ist ja ein Familienmitglied, ne? Und da ich keine Kinder habe, sind das so irgendwie so meine kleinen, so in die Richtung, ja. Wie wäre es mit einer Pinkelpause? 1 Stunde, 1 Minute. Oh, das klingt nach einer geilen Pinkelpause und dementsprechend könnte es auch sein, dass mein Saruman nach der Pinkelpause trocken ist. So, die Pinsel sind übrigens extrem gut, Hans-Peter. Vielen Dank dafür schon mal. Ich reinige sie gleich. Der Nachteil bei diesen Pinseln ist, kurz bevor wir in die Pinkelpause gehen, sage ich es nochmal, das ist der Pinsel, den ich jetzt genutzt habe für die Wash. Die saugen die Wash teilweise bis fast zur Hälfte von dem Schaft rein. Und der muss richtig ausgewaschen werden, nachdem man mit dem gearbeitet hat. Am besten mit einer Pinselseife. Wisst ihr nicht, was Pinselseife ist? Werden wir irgendwann mal auch noch drauf eingehen. So, wir machen jetzt eine kurze Pause. 5 Minuten Pipi, Kaka, keine Ahnung, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann ist seine Fresse eigentlich schon fast fertig, bis auf die Augen und die Augenbrauen und der Bart. Und wir machen mal Pinkelpause. Bis gleich mal. Ba-da-ba-ba.
Kiki, hast du gerade einen Kommentar von mir gelöscht? Sehe ich das richtig? Oder musst du das noch überprüfen? Pekka geschrieben, musst du eigentlich anbauen am Haus, um aktuell bei den riesen Drucken, die du mittlerweile machst? Und dann schreibe ich, nee, anbauen überlasse ich den Holländern. Und das ist aber ausgegraut worden. Vielleicht könnt ihr es gar nicht lesen. Egal. Ich habe während der Pause festgestellt, dass ich den Mund noch nicht gemacht habe. Jetzt habe ich ihn gemacht. Also, jetzt sind alle Hautbereiche, außer der hat irgendwo eine Glatze. Nee, sind jetzt da. Okay. Optimal. Das war's an und für sich, was unseren Saruman sein Gesicht angeht. Jetzt muss noch dry gebrushed werden. Und beim Drybrushen schnappe ich mir immer so ein Teilchen hier. Und nehme mir jetzt ein relativ helles Weiß hier raus. Das dürfte eigentlich ideal sein. Und das Ganze so lange abbürsten, bis man nicht wirklich mehr was sieht. So. Und nun werden die obersten Bereiche mit so einem dieser Pinsel hier aufgehellt. Am Schluss wahrscheinlich nochmal, wenn das Gesicht dann zum Körper passen muss. Aber das sieht jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, der langsam kriegt er ein bisschen Mimik. Eigentlich könnten wir auch gleich die Augen machen. So, Christopher Lee hat der wirklich weiße, sag ich ja, weiße Augäpfel hat er, ja. Was für ein Schwachsinn. Nee, hat er wirklich graubraune Augen? Ist schwierig zum Erkennen. Vielleicht kann der eine oder andere mal schauen, was der für eine Augenfarbe hat. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen grau dazu machen. Als ob ich jemals einen Kommentar von dir löschen würde. Naja. Ja, liebe Grüße aus deiner alten Heimat zurück, lieber Badewannenwikinger. So. Ich schnappe mir jetzt mal nicht den kleinsten Pinsel. Es gibt noch. Ach, komm. Es gibt noch kleinere Pinsel. Ja, ich weiß, die Kamera ist aus. Malen zwischen den Herzschlägen. So, wo habe ich meine Brille nochmal? Meine Fresse, ich hasse es. Aber ich brauche jetzt kurz eine Brille, damit ich die Augäpfel malen kann. Hui! So sieht die Welt also scharf aus. Okay, gut. Ja, da sehe ich was. Ich hoffe, ihr seht auch was. Meine Kappe geht nicht so weit rein. Okay. Ich nehme ein bisschen Grau und vermenge dieses Grau mit Weiß, um keinen hundertprozentigen weißen Farbton hier zu erlangen. Dann schnappe ich mir ein bisschen was von der hellen Hautfarbe und mische die auch noch rein. Und das könnte in der Kombination mit der Wash die perfekte Farbe für die Augäpfel sein. Bloß nicht hundertprozentiges Weiß nehmen. Dann glänzen eure Augen wie nach einem Instagram-Filter und das sieht nicht gut aus. Ich nutze die Spitze teilweise des Pinsels so, dass ich wirklich in die Pupille hier reinfahren kann und ich drehe mir das Modell schlichtweg, wie ich es brauche. Er sieht ja so ein bisschen aus wie der Data von Star Trek. So. Optimal. Das hat wunderbar funktioniert. Okay, Pinsel auswaschen. Und ihr seht, für sowas braucht man nicht wirklich viel Farbe. Da reicht ein kleiner Tropfen und ich habe relativ viel jetzt noch übrig. Würde Braun sagen, Braun würde ich sagen, okay, also, okay. Wer hat beim Augengug, was? Wer hat beim Augengoogeln auch gerade lauter Dracula-Bilder von Lee bekommen? Stimmt, der war ja der ultimative Graf Dracula, ne? In jungen Jahren. Also, so, mich stört mein Bart. Das Problem ist, wenn ich so detailliert male, sehe ich immer wieder so ein kleines Barthaar. Ich werde den jetzt abschneiden. Lacht mich nur aus, aber.
Man muss sich nur zu helfen wissen, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du ohne aussiehst. Wäre mal wieder interessant. Nee, dafür, dass du erst gestern mit dem Malen angefangen hast, sieht das schon ganz gut aus. Ich habe jetzt ganz böse Bilder im Kopf. Ich war vorher nie mit dir hundertprozentig, aber jetzt, wo du Data aus Star Trek kennst, bin ich voll und ganz bei dir. Ah, okay. Wobei ich schon eher eine Generation vorher bin. Uhura war schon so die Liebe meines Lebens als Sechsjähriger, muss ich sagen. Ne? Gut. Dunkelbraun, sagt ihr. Mischen mache ich ohne Brille. Dunkelbraun ist so eine Geschichte. Ich könnte Darktone nehmen. Das ist eine Wash, die relativ dunkel ist. Und die hat auch einen leichten Braunton drinnen. Problem ist nur, wenn ich jetzt mit einer Wash da reingehe, verrinnt die überall. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das kombinieren. Nachmachen meint auch geil. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich komplett. So. Ein bisschen normale Farbe dazu. Und mischt diese kleine normale Farbe mit der Wash dunkel. Dann bekommen wir das Augenbrauen, das wir auch wirklich brauchen. Und die Oberflächenspannung ist eine andere. So. Hui. Wir wollen ihn grad sehen lassen? Ja, ich würde sagen, ja. So, wenn ihr jetzt diese Kugel malt, malt sie bitte so, dass sie teilweise, also nicht teilweise, sondern wenn ich jemanden normal ansehe, ist die Pupille ja eigentlich, also die Iris ist rund. Aber ihr seht den Halbmond eigentlich nur. Heißt, die Hälfte der Kugel ist eigentlich über dem oberen Augenlid. Und genau das möchte ich, dass ihr das auch reinmalt. Matthias, ich habe eine dringende Frage. Meine Frau ist ein absoluter Zwergenfan. Sie ist total fasziniert von deinem Trinkkrug. Ich dachte, sie ist total fasziniert von mir als Zwerg. Kiki hat die. Die ist total fasziniert von Zwergen und sie findet dich total süß. Herr Mäusegaukler, grüß dich. Servus. Ich mal meine Pupille. Also eigentlich Iris. Okay, die Pinsel sind ja mal mega. Wahrscheinlich ist es wieder mal so, dass ihr fast nichts seht. So, Achtung, wenn ich zu viel Farbe habe, einfach Pinsel abtupfen. Immer so ein kleines Wettex daneben. Also ihr seht überhaupt nichts, genau, sorry. Pinsel abtupfen und mit dem Pinsel nochmal in den gemahlenen Bereich rein. Dann wird er nicht verrinnen. So. Ein Auge mal zuhalten. Ja, das sieht schon langsam grimmig aus. Die Frage ist immer, wie groß macht man diese Iris? Es muss natürlich zum Charakter passen. Eine zu große Pupille wirkt so ein bisschen Manga-mäßig, hat aber auch den Vorteil, dass der Charakter dadurch eher jugendlich wirkt, kindlich. Wenn ich eine sehr kleine Pupille mache, dann wirkt der Charakter eher alt und ernst, und das möchte ich jetzt eben hier bei dem Saruman auch machen. So, ich weiß, ihr schreibt im Chat ohne Ende, aber ich lese gerade nicht. Ich kann gar nicht lesen, indem ich 2 Promille Brillen hier trage. Okay. Das ist natürlich der große Vorteil. Ich habe euch die Druckdateien natürlich wieder mal in die Videobeschreibung hereingelegt. Das ist eine kostenlose Figur, die könnt ihr drucken. Ich habe die mit 150% Größe gedruckt. Und wenn ihr so große Figuren druckt, wie ich hier, dann sind solche Sachen auch zum Malen, wenn man jetzt nicht gerade der ich schaffe es zwischen zwei Herzschlägen Pinselschlag-Typ zu sein, ne? Oder Typin. Dann ist es eher so, dass man auch mal ein bisschen patzen kann, weil es fällt einem gar nicht so auf. Gut, jetzt sieht er mal schon ein bisschen grimmig aus und ich lese jetzt mal eure Kommentare hier. Ganz nebenbei, PK Pro hat ganz elegante Drybrush-Pinsel made in Germany. Pixelwork schreibt das, ja, Serie White Line MC1, sehr zu empfehlen. Ich bin gespannt. Ich möchte mit denen wirklich intensiv zusammenarbeiten und dann werde ich garantiert auch mal Pinsel testen.
Weil ich das ja cool finde. Es musste nicht immer aus Chinesien sein. Seit wann trägt Dumbledore eine Basecap? Puh, bam! Stimmt, der Dumbledore hat den Bart auch immer ab und zu mal so. Oh mein Gott, Packerschaft, ich habe mal wieder was für dich, dass du dir und deinem Mods das Leben erleichtert. Erinnerst du dich noch an die Twitch-Streams und Commands? Geht hier auch. Dass die aufpoppen, meinst du? Das weiß ich, das geht, ja? Camp von oben, Mahlzeit, Pega. Welche Airbrush-Düse für den Anfänger? 02 oder 04? Hans, das ist eine Frage, wie groß willst du arbeiten? Ganz im Ernst, es gibt viele Pistolen, die Zweier und Vierer dabei haben. Ich würde mit einer Vierer anfangen, einfach weil du auch gut siehst, was du malst. Kennst du noch die Hexe und der Zauberer von damals? Als er aus dem Urlaub kommt mit Hawaii-Hemd und so weiter. Das bist du. Gott, ich liebe die Hexe und der Zauberer. Merlin und Mim, großartig. Ich sag nur Archimedes. Gibt es einen besseren Filmvogel als den Archimedes? Der Kauz, der nicht glaubt, dass die Menschheit jemals fliegen kann. Der Mensch soll fliegen können, dass ich nicht lache. Und was er dann will, sich auf den Bauch haut, weil er am Boden liegt, so. Das ist so geil. Also, ich könnte mir nur diese Szene ständig ansehen. Ich finde sie großartig. Wenn er jetzt anfängt zu singen, wehe. Hin und her, hin und her. Ja, so ist der Brauch. Ich höre schon auf. Ich glaube, nach dem Stream mache ich meine Saruman-Büste nochmal neu. Hast du dich? Ah, du hast die schon gemacht. Du hast die, glaube ich, auch in der Bastel-Wastel-Gruppe schon mal reingepostet, oder? Ich bin mir sicher, dass diese Frage schon oft gestellt wurde. Ich will anfangen, so Krüge und so weiter selbst zu bemalen. Habe jetzt einen PS1 und einen. Moment, meine Maus liegt da davor. Quidix X-Max 3. Welche Farben kannst du mir empfehlen? Im Prinzip solltest du erstmal überlegen, welches Filament du nimmst. Wenn dein Krug nämlich wasserdicht sein soll, nimm kein PLA. Oder Druck mit mindestens 4 Wandstärken. Aber an und für sich, wenn du eine coole Grundierung brauchst, und es gibt auch auf dem Hauptkanal ein Video dazu, dann ist eine Farbe eigentlich die gute Grundierung. Und das wäre zum Beispiel das Chaos Black, beziehungsweise überhaupt Citadel Spraydosen gibt es auf Amazon. Richtig gute Qualität. Welche Farben bevorzugst du? Ich schwenke zwischen Vallejo Army Painter oder AK Interactive. Die kenne ich zum Beispiel gar nicht, die AK Interactive. Ich liebe diese Army Painter Farben gerade für solche Modelle. Fürs Airbrushen bin ich dann eher schon bei Vallejo. Aber ich bin gespannt. Ich werde mit PK Max ziemlich viel, PK Pro ziemlich viel Airbrush-Sachen ausprobieren und die haben andere Farben. Mal schauen. Wir müssen weitermalen. Ich male jetzt Pupille. Die kann wirklich schwarz sein. Ich habe ein bisschen Schwarz hier mir raus. Auch alles mit demselben Pinsel. Und die wird auch wirklich mittig aufgesetzt. Auch hier ist es so. Dort, wo du jetzt die Pupille hinmalst, da schaut er natürlich auch hin, der Kollege. Und dementsprechend kann es auch sein, dass du es nicht parallel. Oh, ich habe schon wieder getroffen. Jetzt sieht der schon mal richtig grimmig aus. Warum? Weil ich ihm sehr kleine Pupillen gemacht habe. Wenn ich ihm große Pupillen mache, dann ist der ein sehr. Aha, Moment, kleines Problem beim Pinsel. Hier scheint ein kleines Härchen flöten zu gehen. Ja. Ein Härchen ist locker gewesen. So. Weil wir gerade vorher bei Harry Potter waren. Ihr könnt ja mal drauf achten. Alle Kinder, wie Hermine zum Beispiel oder Ron, haben in den ersten 2 bis 3 Filmen Kontaktlinsen drinnen, wo ihre Pupillen ein bisschen größer sind. Gandalf zum Beispiel Gandalf, sage ich, der Hogwarts-Leiter, spinne ich jetzt, Professor Dumbledore.
Der hat ganz, ganz dünne, kleine Pupillen, weil er schlau wirkt. Kinder wirken niedlich mit kleinen Pupillen, beziehungsweise immer ein bisschen müde, also wenn sie große Pupillen haben. Hagrid zum Beispiel hat sehr, sehr große, fast schwarze Pupillen, weil das Ganze wieder so ein bisschen mangamäßig aussieht. Wenn ich Saruman jetzt große Pupillen mache, dann sieht er auf einmal nicht mehr cool aus. Jetzt hat er aber so einen leicht grimmigen Blick, so, jetzt sieht er ein bisschen böse aus. Und immer wieder auch von der Seite schauen, weil dann sieht man, schaut er nach oben oder nach unten. So, jetzt lass mal das kurz antrocknen. Ich habe noch Weiß hier und dann malen wir gleich den weißen Punkt rein und dann ist alles gut. Würde eigentlich nochmal sowas wie der Terminator kommen. Ich feiere sowas extrem. So ein King Kong wäre doch auch was für dich. King Kong. ich habe heute die Wall-E-Daten mal aufgemacht. Weil das halt auch so ein Ding ist, dass viele wollten, ich soll den Wall-E machen. Und ich finde auch, das wäre ein schönes Projekt, so Richtung Weihnachten hin, ne? So, Moment, ich mal meine Pupillen hin. Meine weißen Punkte. Die müssen genau gleich übereinander liegen. Okay, scheiße. Die Farbe hat ein bisschen Fäden gezogen. Jetzt habe ich eine dreidimensionale. Ja, okay. Gut. Ich glaube, das ist schon mal erledigt. Den Rest können wir jetzt wirklich dann auf dem restlichen Körper machen. Wall-E wäre auch nice, ja. Ich muss mal schauen, ob er in den, weiß das vielleicht jemand, ob er in den in X1 Carbon passt. Das ist eine gute Frage, oder? Allein in Lebensgröße so groß, den Wall-E. Da kann man auch viel basteln. Da muss man auch viel bemalen. Der Micha hat den ja schon gemacht. Vielleicht quatsche ich den einfach mal an. Ich habe einen in 2,5 cm Höhe gedruckt. Mit Schuh und Blume. Ralf meint nein. Ralf, wozu hast du Nein gesagt? Habe ich eine Frage gestellt, die ich jetzt übersehen habe? Ich weiß es nicht mehr, aber du hast gerade Nein geschrieben. Warum Nein? Ach, brauchst du nicht drucken, einfach rauf mal einen X1C machen. Den X1C zu einem Wall-E umbauen. Ja, das AMS ist ein bisschen ein Problem, aber es wäre eine schöne Geschichte. Nummer 5, ich weiß nicht, ich bin mit Nummer 5 nicht groß geworden, ich habe Nummer 5 nie lieben gelernt. Das haben schon viele geschrieben, Nummer 5 wäre so schön. Ich weiß nicht, ich der sieht auch nicht niedlich aus, oder? AMS wird der Kopf, meinst du? So, ich mische jetzt Braun, Gelb und Weiß zusammen. Nur wenig Braun, nur wenig Gelb. Einfach um jetzt langsam Stofffarbe zu bekommen. Was ist das für ein Gelb? Yellow Crow, okay. Oder du musst mal schneiden. Ich habe den in 70 cm gedruckt. 70 cm wäre natürlich schon ein ordentliches Ding. Ich muss mich da mal ein bisschen reinlesen. Beziehungsweise, falls jemand in der Bastel-Wastel-Gruppe gern was reinposten will, gerne. Könnt mir gerne Tipps und Tricks geben. Okay, da kommt keine Farbe raus. Das habe ich aufgehört, so lange zu drücken, bis Farbe rauskommt. Die lege ich einfach lieber zur Seite und nehme dann einen Zahnstocher und werde sie mit dem Zahnstocher aufmachen. Okay, gut. Wall-E kann ich nur befürworten. Welche Druckdaten hast du da? Beziehungsweise woher? Ich muss nochmal schauen, woher die sind. Ich habe die, glaube ich, schon seit 2 Jahren. Kein Nummer 5, wie alt bist du? Na, halt. Ich bin Baujahr 80. Ich kenne Nummer 5, aber habe den erst, glaube ich, irgendwann mal in den 2000ern gesehen, weil ich halt österreichischen Rundfunk genossen habe als Kind. Und solche Filme
Ich weiß, viele haben in Deutschland ständig solche Filme gesehen. Ich kenne das Zeug nicht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Sesamstraße gesehen. Oder Mainzelmännchen. Ich kenne das alles nicht. Das gab es halt bei uns nicht. Ich kenne den Helmi. Genau. Baujahr 80, du Küken, du. Ja, ich weiß, ich bin voll der Jungspund. So, ich habe mir jetzt mal so ein Creme-Gelb hier bereit gemacht. Mal schauen, was ich damit male. Ich glaube, ich male damit das Zeug hier. Eigentlich ganz schön aufwendig, der Kollege Saruman hier. Dachte ich nicht, dass ich so lange brauche. Obwohl es ja an und für sich nur weiß ist. Aber wir quatschen ja auch viel. Aber das ist ja der Sinn und Zweck von diesen Shows. Ich mache das ja sehr gerne und versuche mit euch ein bisschen kommunikativ zu arbeiten. Ich stehe da drauf. Und der eine oder andere schreibt ja auch gerne dazu, beziehungsweise liest auch gerne mit. Lernt vielleicht ein bisschen was oder hat einfach nur gute Unterhaltung. Und das soll Sinn und Zweck von diesen Live-Sendungen sein. Auf lange Sicht was Informatives, Kreatives sehen, aber auch Spaß mit Freunden haben. So. Baujahr 76, okay. Da hinten werde ich bewusst farbloser. Also nicht spanisch und Carlos, sondern eher farblos. Die Farbe ist jetzt sehr verdünnt und wässrig. Ihr werdet sehen, die wird noch wesentlich heller. Und durchscheiniger. Man nennt das so. Ich könnte transparenter sagen, aber man nennt es durchscheiniger. Und interessanterweise kann ich in Zukunft jedem, der solche Figuren bemalen möchte und nicht weiß, welche Pinsel er braucht, dieses Pinselset von Army Painter jetzt mal spontan empfehlen, weil ich habe nichts auszusetzen. Ich meine, keine Ahnung, wie sie sich nach dem ersten Waschen verhalten, vor allem nach der ersten Trocknung. Ich meine, ich arbeite so, dass ich die Pinsel nach diesen Streams immer in Pinselwasser einlege. Also es ist eine eigene Seife. Da lege ich die Pinsel kurz ein, aber nicht so einlegen, sondern ich lege sie wirklich hin. Lasse sie mal vollsaugen. Dann reinigen sie sich schon selbst ein bisschen. Dann werden sie mit lauwarmem Wasser, nie mit heißem Wasser ausgewaschen. Heißes Wasser kann theoretisch verklebte Pinsel, falls sie verklebt sind, den Kleber lösen. Das macht man nicht. Dann werden sie intensiv ausgewaschen, immer wieder in der Hand mit Seifenreiniger, mit Pinselreiniger gereinigt, um sie am Schluss dann wiederum kurz auszuschütteln, dann in Form zu bringen. Und in Form bringen ist eigentlich eine einfache Geschichte. Man nimmt ein bisschen Seifenlauge, schmiert sie auf den Pinsel drauf und drückt sie so lange in Form, bis sie wieder schön gerade sind. Und dann lasse ich sie eintrocknen. Das heißt, dann liegen sie im Prinzip einfach nur bei mir, so in, also senkrecht, irgendwo in meinem Pinselhalter, tropfen langsam aus und die restliche Farbe, die im Schaft ist, oder das Wasser, rinnt dann quasi nach unten ab. Ist eine kleine Wissenschaft, aber wenn ihr irgendwann mal richtig viel Geld für Pinsel ausgegeben habt, seid ihr auch wirklich Freunde davon und werdet sie irgendwann mal auch hoffentlich pflegen. Und die guten Pinsel, die ich habe, die von Citadel oder, ja, es gibt da einige gute Pinsel, die auch wirklich was kosten, die werden auch wirklich schön gereinigt. Der Micha ist ein 73er Baujahr. Hey Micha, weil du gerade da bist, ich habe es vielleicht überlesen, aber hast nicht du den Wally auch schon gemacht? Ich glaube, du hast den Wally doch auch schon mal komplett gedruckt, oder? Gute Pinsel behandelt man wie einen Schatz. Ja, vor allem Make-up-Pinsel, ich kenne das bei Frauen, eine Visagistin, die hat wie so ein Küchenchef richtig gute Messer, hat eine Visagistin auch richtig gute Pinsel. Oder jemanden, der sich gerne schminkt. Ein Eyeliner zum Beispiel, einen schönen Pinsel. Das ist schon teuer. Jetzt kommen sie alle mit dem Baujahr daher. So. Jetzt sieht er so ein bisschen, ich könnte einen Papst draus machen, ne? Sieht so ein bisschen päpstlich aus. Aber auch hier, sei wieder gesagt, am Anfang wirkt es immer so ein bisschen too much. Aber durch das Drybrush und die Wash, die drüber kommt, wirkt das Ganze am Schluss wieder angenehm.
Unschön. So, ich male jetzt wirklich Schicht für Schicht auf, um dann alles dry zu brushen und alles dann am Ende des Tages cool hinzubekommen. So, ich sag mal, das und das Teil könnte so die ähnliche Farbe haben. Jetzt gehen wir ein bisschen mit einem Braunton rein. Ja, in 200%, auch so zwischen 60 bis 70 cm. Warst du motorisiert? Ich trau's dir zu. Ich habe jetzt eine Brown Wash mit unserer Originalfarbe vermengt und male diesen Bereich jetzt hier, der wirklich sehr detailliert ist, somit nur in den Tiefen aus. Die sind zwar schon schwarz durch meine 70 Grad Bemalung, die ich vorher gemacht habe, aber der Vorteil ist jetzt, jetzt kann ich eben diese dunklen Bereiche, indem ich sie mit einer Wash vermenge, separat ausmalen und dann seelenruhig darüber drybrushen. Und das Ganze wird wieder hell, weil jetzt ist alles viel zu dunkel. Jetzt ist alles nicht mehr der graue oder der weiße Saruman, sondern jetzt ist alles so ein bisschen der Durchfallbraune. Und das will ich verändern noch. Der Michael hatte Geburtstag. Wenn das stimmt, dann wünsche ich dir natürlich auch nachträglich alles Gute, Michael. Ich habe das nicht mitbekommen, sorry. So wie ich eigentlich fast gar nichts im Leben mitbekomme. Matthias, druckst du eigentlich in Matt? Ich druck das, was ich gerade in die Hände bekomme. Ist mein Grau. Wohl, das graue Filament, das ist ja mit Bavaria-Filament, das ist das graue Matte-Filament von Bavaria, ja. Ist mir komplett egal. Dadurch, dass ich sie am Ende sowieso bemale, sehe ich keinen Unterschied. Ob matt oder nicht matt, ist komplett egal. Gut, dann fehlt uns noch diese Robe hier runter, die an und für sich auch wieder in diesem leichten Braunton gemacht werden kann. Ich mische hier wieder aus den vorhandenen Farben mir einfach irgendeinen Brei zusammen. Dann passt das auch schön zusammen. Die Haare und der Bart wurden jetzt noch überhaupt noch nicht gemacht. Da werden wir am Schluss aber gar nicht viel machen müssen. Das ist der Vorteil. Vielleicht ein paar kleine Ausbesserungen, wenn ich mich am Rand hier vermalen habe. Aber ihr seht, ich male das jetzt alles mit einem Pinsel. Immer mit diesem komischen Schiefen. Der ist super. Der geht wirklich gut. Aber wir machen jetzt die Basisfarbe. Die Basislayer werden jetzt im Prinzip hier bemalt, bevor wir ans Drybrushen gehen und vorher aber noch ans Washen. Und Details wie hier das Silber zum Beispiel, also wenn ich das jetzt hier versilbern möchte, diese ganzen Ornamentiken oder so, macht das alles ganz am Schluss. Kümmert euch nicht darum am Anfang, weil ich habe das früher auch gerne gemacht. Hey, da sehe ich, okay, da ist eine Gürtelschnalle, male ich die gleich mal Silber an. Nee, geht Fläche für Fläche. Jetzt haben wir den mal durchgehend einfach in einem komischen Farbton. Ja, jetzt sieht er aus wie der Chef von nebenan, wie ein Metzger oder so. Und jetzt muss er einfach zum Saruman, dem Weißen, werden. Eigentlich wäre ja Radagast wäre auch geil zum Malen, aber ich habe noch keine gute Figur von Radagast gefunden. Weil Radagast ist ja im Prinzip der braune Zauberer, der extrem viel mit Vögeln zu tun hat, mit Waldtieren und so. Und da kann man sicherlich sehr gerne oder sehr gut mit Texturen und Strukturen arbeiten oder auch tatsächlich solche Modellbausachen aufbauen. Wäre geil. Der Willi schreibt, ich habe gerade versucht, die Motte auf dem Bildschirm wegzuwischen. Das sind aber deine Fledermäuse, Alter, Mann. Ah ja, ich habe hier oben, das sind Fledermäuse, schau dir. Genau. Und der Käufer schreibt, wie sieht es eigentlich mit der Haltbarkeit vom bemalten PLA aus, zwecks UV-Beständigkeit und so? Überhaupt kein Problem bisher. Also, ich kann dir jetzt nichts sagen, ob die Figur, wenn sie jetzt im Sonnenschein steht, in 10 Jahren noch genau die gleiche Textur oder Farbidentität hat. Aber ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich ziemlich gut bleiben. Vor allem, wenn man sie mit Klarlack sichert.
Sag mal, Matthias, hast du schon was an deinem Geburtstag geplant? Gibt es einen Livestream, wo du Geschenke auspackst? Ich frage nur für einen Freund. Sag deinem Freund, mein Geburtstag ist eigentlich immer mit einem Livestream verbunden. Da gibt es ja auch immer in meinem Shop die große Aktion. So alt wie ich werde, so viel Prozente gibt's. Gott sei Dank bin ich noch keine 100. Was muss man bezahlen, um Matthias einen Stream lang mit Bob Ross Afro und der Aussprache zu bekommen? Wäre doch mal eine Idee. Pekka, du musst einfach mal, ich glaube, Kanalmitglied werden. Das ist mal so primär der Standard. Und dann schauen wir weiter. Some tiny little clouds. Ich warte noch ganz kurz, bis der ein bisschen durchtrocknet. Misch mir in der Zwischenzeit aber mal die weißen Farben an. Nein, Schwan, ich mache erstmal Dry Brush. Ich habe einen Radagast, die Datei ist aber 100 Megabyte groß. Wie kann ich sie dir zusenden? Markus, ist das eine gute Figur? Ich sehe schon, Zuspruch ist da, meint der Bäcker. Nur weil zwei Leute von 200 hier sagen, ja, das wäre geil, wenn der Matthias Bob Ross macht. Ah, ich weiß nicht. Markus, wie schreibst du dich am besten an? Auf Facebook? Instagram? Instagram geht. Dann schicke ich dir meine E-Mail-Adresse und dann schickst du mir einen WeTransfer-Link oder so. Nee, Schmarrn, du gehst einfach auf WeTransfer, schickst mir einfach nur einen Link und ich lade es mir runter. Na klar, schreibst du, der ist geil, okay. Happy little accidents. Bob Ross muss. Da muss ich aber auch diese komischen Hawaii-Hemden tragen, oder? Ich suche mal eine Wash, Leute. Gott. Bob Ross. Okay. Mein, ich habe übrigens was ich mit euch noch bereden wollte. Genau, sehr geil. Strong Tone, Dark Tone, da ist ein Dark Tone. Ich habe ja diese Ninja Turtles hier gedruckt. Die Teile hier. Und dazu hat jemand im Discord jetzt mal eine Idee geäußert. Und zwar gibt es diese Turtles in einem speziellen Look. In so einem Comic-Look. Ich schau mal, ob ich hier jetzt kurz in den Discord reinkomme. Müsste ich eigentlich... Das wäre interessant. Und zwar, ja, Moment, ich zeige es euch gleich, wartet noch ganz kurz bitte. Das müsste bei, war das bei Wunschzettel müsste es gewesen sein. Genau, so. In diesem Style, die zu bemalen, das ist so ein Comic-Style, der, man sieht, dass ziemlich plakativ ist, aber es wäre auch mal interessant, es auszuprobieren, solche Figuren so zu drucken und also so zu malen und so zu drucken. Oder es gibt diesen, schau, Super Mario zum Beispiel, es sieht aus, als wäre es gezeichnet. Hey, everybody, Chris. Alter, jetzt bin ich erschrocken. Was bist denn du für ein Vogel? Das wäre aber etwas, wo ich sage, klingt interessant, da kann man auf jeden Fall was machen. YouTube will mein PP nicht, sonst wäre ich schon lange Kanalmitglied, mein Lieber. Alles gut. Dann gibt's halt keinen Bob Ross. So. Lass dich nicht verarschen. Die ist schon wieder aus. Und Englisch sprechen, Bob? Ja klar, ich mit meinem tollen Englisch spreche natürlich dann den ganzen Stream lang auf Englisch. Natürlich. Viel Wasser rein in die Wash. Boah, das ist immer so hart. Und dann drüber. Das wird. Ich bin selbst ab und zu überrascht, dass ich so mutig bin und mich traue, einfach mit einer wilden Farbe dann über so eine Figur drüber zu malen. Also das Waschen ist manchmal echt eine Überwindung.
aber ich bin unerschrocken, ich sag's euch. Nee, es geht darum, dass man mit einer Wash eigentlich auch ziemlich viel kaputt machen kann. Wenn du zu viel Farbe in der Wash drinnen hast, also die Wash zu intensiv ist, kann es natürlich sehr oft passieren, dass du den ganzen aufwendigen Stuff, den du gemahlen hast, dann schlussendlich nicht mehr siehst, weil das ganze Teil halt einfach rot ist oder schwarz oder wie auch immer. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht fleckig werden. Dazu kleines Tüchlein und um ein bisschen Textur hier auch gleich in den Umhang zu bekommen, einfach mit Zeber und mit dem Zeber mit dem Blümchen drauf. Ist das wunderschön, ne? Dann macht ihr ständig so ein kleines Blümchenmuster hier drüber. Und dann passt das gut. Wo ist meine Wash nochmal? Darktone hier. So. Den Bereich hatte ich noch nicht und den Rücken. Und dann gehen wir schon ins Drybrushen rein. Und dann hellen wir den ganzen Kollegen wieder auf. Und beim Drybrushen werden dann auch die Haare mitgenommen und der Bart. Weil jetzt sind wir eigentlich schon durch diese Grundierung, die wir gemacht haben, beim Drybrushen, also das sieht schon aus wie gewascht. Das ist dieser 70-Grad-Winkel. Das hat wunderbar funktioniert. Vielleicht auch ein bisschen Glück, dass das hingehauen hat. Aber mit Weiß, Schwarz und mit eben so einem leichten Grazier-Ton konnte man da schon sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen. So, dann lassen wir die. Und jetzt kommen hier auch langsam diese ganzen Texturen und Strukturen raus. Das ist schon schön. Das gefällt mir. Ja. Some tiny little textures. Yeah. Feel the pressure. Yeah. Bob Ross, sage ich nur. So, da hinten fällt es auch noch. Ich schau gleich, was ihr schreibt. Aber momentan interessiert mich die Wash mehr als euer Getipsel, weil euer Getipsel ist noch lesbar, die Wash ist nicht rettbar. Gut. Ich mache das Wash eher ein little bit there und ein little bit da, genau. Krieg ich, was? Schau besser nicht? Oh mein Gott, Bob Ross Perücke ist bestellt. Vorschlag. Vorschlag an alle. Wir haben 204 Zeugen hier. Mein Geburtstags-Livestream wird ein Bob Ross Special. Ich werde dabei Das wäre doch ein Deal, oder? Was sagt ihr dazu? The wash would went not in the trouser. Ja, aber wir könnten bei meinem Geburtstag zum Beispiel, und dann habe ich die Brücke und geh mal, warum könnte man machen? Hatte ich gerade Mikrofonausfall, es tut mir leid. Wann ist das? Den Termin muss ich mir freihalten. Das ist der 3.11. Nein, mein Föhn hat mich verraten, dass der Tonwerk weg war. Ich sollte öfter vorbeischauen. Ja, du Bäcker, komm mit den scheiß Ideen. Hat Bob einen Bart oder muss dieser ab? Der Bob hat einen Bart. Matthias ist im Funkloch, auf jeden Fall. Übrigens, diese kleinen
Daumenpaletten heißen die, habe ich rausgefunden, weil es mir jemand geschrieben hat. Sind echt angenehm. Mit denen kann man super arbeiten. Dann nehme ich auch Urlaub. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich dieses Jahr ein Donnerstag oder so, mein Geburtstag. Also prima in Österreich sowieso ein internationaler Feiertag, mein Geburtstag. Der 30.11. Das wissen die zwar noch nicht da oben, diese Politiker, aber das ist ein internationaler Feiertag. Gut, wir machen Dry Brush. Also war es ein Jahr, oder? Ja, ich werde das mit meiner Administratorin mal durchgehen, ob schon was machbar ist. Aber wenn sie schon eine Bob Ross Perücke bestellt hat, muss ich mir wahrscheinlich ein Bob Ross Hawaii Hemd bestellen, oder? Pega, ein ganz klares und deutliches Ja. Schau, das ist das Problem. Wenn man mit Frauen zusammenarbeitet, wie ich mit Kiki, kann es durchaus mal vorkommen, dass man nichts zu melden hat. Nichts. Hab jetzt bei Mick geschrieben, oh, jetzt kommt schon der Protokollführer her. Der Markus hat geschrieben, also du hast dann eine Bob Ross Perücke und ein buntes Hawaii-Hemd an. Das wollen wir alle sehen. Ich habe Screenshots, ja wunderbar. Okay. Ihr habt Screenshots, ihr habt Spaß. Das freut mich ja. Ich habe schon wieder was versprochen, was ich zu meinem Geburtstag mache. Gott im Himmel. Und jetzt machen wir mal Drybrush hier. Holy moly. Gibt's was Schöneres als Dry zu brushen? Am Anfang sieht man's nicht. Und dann irgendwann mal denkt man sich, fick die Hände, ist das geil! Wir malen über schon für andere Dinge einfach drüber. Und der Pinsel ist sensationell, Hans-Peter, ich sag's dir nochmal, danke, danke, danke. Jetzt, wo es interessant ist, ne? Kommt gleich wieder. Ich bin dann gleich mal wieder da, sag ich. Ich schalte sie nochmal ein und aus. Ah, das war jetzt, glaube ich, ich bin Paul Akula, hä? Nein? Oder doch? 70er Klamotten inklusive, ist dir bewusst? Da werden wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten hier im Stream. Wie ich denn Bob Ross technisch dann so ausschauen werde, ne? So, aber Leute, versteht ihr, was ich meine? Ja, genau, okay, wir haben keine Batterie mehr, ich mache eine Batterie ein. So, aber ihr könnt mal alle dem Alexander hier gratulieren, weil er hat es geschafft, er ist Mitglied. Alexander, liebe Grüße und schön, dass du einen Hund als Profilbild hast. Mach dich noch sympathischer und schön, dass du dabei bist bei den Bastelwastlern. Becker, ja, ich habe deine Nummer noch. Eine schöne Schlaghose. Alter, was ist mit euch los? Warum sollt ihr... Ah, scheiße, wir sind ja bei Bob Ross. Ja, okay. Ich versuche gerade die Kamera hier zu aktivieren. Und vielleicht habe ich den Akku genommen, der leer ist. Ich habe ja nochmal einen. Ich habe ja insgesamt 4 von den Teilen hier rumliegen. Das ist euer Penny. Ach, süß. Ja, das klingt nach wir haben Saft. Dann schalten wir mal ein, das Ding. Und hier läuft wieder. Wir waren beim Drybrushen. Ich habe noch kein Gesicht bzw. Bart dry gebrushed. Ich habe nur den Saruman überhaupt versucht, so ein bisschen aufzuhellen. Und je mehr man da jetzt halt drüber geht, umso weiser wird Saruman der Weise. Und das Ganze wirkt am Schluss sogar so ein bisschen shiny und silbrig. Oh. So, ich mache mal so ein bisschen Bart mit, weil ich gerade Bock habe. Und da habe ich gesehen, der ist in der Mitte hier eigentlich eher dunkel und am Rand wird er heller.
warum ich nichts sage. Na, es gibt momentan nichts zum Sagen. Ich. I try brush to say goodbye and I choke. Nein, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wüsste nicht, wie ich denn sonst anders bemalen könnte. Es gäbe vielleicht noch ein paar schwindlige Techniken, die mir nicht geläufig sind, aber jetzt mit Dry Brush am Schluss drüber, das mengt und mischt den ganzen Kollegen hier ordentlich zusammen. Sieht nicht schlecht aus. Und solange es mir gefällt, muss es ja euch auch gefallen. Und ich würde jetzt zum Beispiel in die Haare keine weitere Wash reinmachen. Aber schaut mal, hinten ist er jetzt, sieht das ein bisschen aus wie die Share, ne? Dann machen wir jetzt einfach mal leichte blonde, graue Extensions rein. Ja. Weißt du, Bagger, ich bin ja froh, dass du Bob Ross gesagt hast. Es wäre viel schlimmer, wenn du zum Beispiel Lord Voldemort gesagt hast. Dann würde ich einen unaussprechlichen Stream machen, mir die Nase aboperieren, Glatze schneiden, Bart weg und dann hätten wir einen Lord Voldemort Stream zu meinem Geburtstag. Aber du wolltest ja Gott sei Dank Bob Ross mit Brille, mit Bart haben. Also alles gut soweit. Oh, der kleine Saruman, der Saruman. So, was schreibt er denn so? Eine Perücke, wo man nicht mehr durch die Tür kommt, Alter. Ihr habt Spaß an der ganzen Geschichte, ne? Wenn ihr den Schweighofer so richtig hässlich machen könnt, das ist geil. Als Bob Ross war schon geil, wäre schon geil, oder? Seine ruhige Art war in meinen Krankheitszeiten echt eine Hilfe. Ich habe den auch liebend gern gesehen. Holger, auf jeden Fall. Bob Ross ist einfach, Bob Ross ist eine Ikone. Ich male den mal ganz kurz hier den Turm noch an. Bob Ross ist insofern eine Ikone, weil der einfach etwas gemacht hat, was vor ihm noch keiner gemacht hat. Und er hat einfach einen Malstil verursacht und geprägt, den er erfunden hat, schlichtweg. Und so ein bisschen arbeite ich ja auch so wie er. Am Schluss male ich immer irgendwas drüber und jeder schreit. Uah! So. Aber der lief bei uns zum Beispiel im Fernsehen immer, ich glaube, so um 2 Uhr nachts oder so. Ich erinnere mich, als Jugendlicher vom Feiern nach Hause komme mit den Kollegen, rotzbesoffen auf der Couch, und dann haben wir uns alle noch bis 4 Uhr morgens Bob Ross angesehen und köstlich unterhalten, weil das einfach geil war. Es war sehr entspannt und ruhig, das stimmt auf jeden Fall. Bisschen leicht blass, der Typ. Saruman, der ist blass. Das liegt am Weißabgleich. Neben mir ist der schon. Also ich bin neben ihm echt afrikanischer Abstammung. Das nächste Jahr Lord Voldemort. Danke, Matthias. So, Türmchen. Lass dich föhnen. Man kann sich bei diesen Bases natürlich ordentlich austoben. Und ich habe so das Gefühl, der Turm oder die Base hier soll so ein bisschen den Turm von Isengard imitieren. Das Teil hat fast gleich lange gebraucht wie der gesamte Saruman. Ich habe das zwar vor 3-4 Wochen schon gedruckt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass dieser kleine Höcker unfassbar viel Zeit gebraucht hat, weil der halt einfach mega filigran ist. Den habe ich auf 0,16 mm gedruckt und dementsprechend war das eine ordentliche Kleinigkeit zum Drucken. Der wird auf Twitch ausgestrahlt in Dauerschleife. Ja, ich weiß, es gibt, es gab ja jetzt gerade auch mal eine Doku über ihn und wie sein Vermächtnis so von der Familie so unter Anführungszeichen genutzt, ausgeraubt, gebeutet wird, weil der ja schon lange verstorben ist. So. Bei Isengard würde ich jetzt schlichtweg eine leichte Drybrushung mit Weiß machen. Nicht wirklich viel.
Okay, es ist ein bisschen viel geworden. Aber kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen eine Möglichkeit, hier eleganter zu arbeiten. Der Turm von Isengard war ja eigentlich schwarz, ne? Bernd, das Brot fände ich besser. Das ist auch so ein Charakter, oder, mit dem ich nie irgendwie wusste, was anfangen mit dem Herrn Bernd und das Brot. So, dann schnappen wir uns mal ein bisschen Grün aus der Tube und machen den Turm hier unten einfach mal so ein bisschen moosig. Das ist auch eine Wash. Da ich bei der... Ich spritze hier rum, das ist nicht gut. Da ich bei der Base hier eigentlich nicht wirklich extrem filigran arbeiten möchte oder muss, kann man die hier schlichtweg so ein bisschen wie Moos anbauen. Und dann kriegt ihr einfach nur so einen kleinen Eyecatcher. So ein leichtes Grün, man nimmt es nicht wahr. Nach oben hin kannst du grau weiß bleiben, das finde ich eigentlich ganz schön. Die Base unten vor allem. Hast du David Jones auch schon mal bemalt und bedruckt? Nee. Ich habe David Jones als Bild gemacht. David Jones gibt es als Photoshop-Bild. Zeige ich euch kurz. Wo suche ich es am besten? Da. Ivy Pro Stream müssen wir hier in meinen Shop reinschauen. War es hier? Nee. Bei den Downloads ist dieses Jahr rausgekommen. Schon älteres Bild. Hier, bitte sehr. Das ist die Frage, ob man hier das ganze Bild sieht. Ja. Das ist im Prinzip meine Interpretation von David Jones. Und ich glaube, das darf ich gerade und gerade noch auf YouTube hier zeigen. Weil David Jones ja auch eine normale Krake war. Ja, nicht nur so. Aber jetzt, ey, alle, die ihr gerade nicht hinschaut, weil ihr hier im Lurk seid, da sieht man jetzt gerade Titten. Jetzt nicht mehr, sorry. Aber ja, das ist meine Interpretation von David Jones. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Gibt es übrigens ein Tutorial dazu in meinem Shop, falls ihr mal in meinem Shop vorbeischauen wollt. Und Bildbearbeitung kennt. Leichtes Grün ist immer gut, auch bei Toast. Und wieder neun für die Ahnengalerie. Der hier. Ich mache jetzt hier mal unsere Sponsoren aus, damit ihr ein bisschen mehr seht hier. So. Ja. Ja. Jetzt habe ich dann schon wieder kaum Platz da oben, ne? Übrigens, ich habe von den meisten Figuren, die ich drucke, immer eine mehr gedruckt. Also vom Baumbart gibt es momentan eine mehr. Von den Turtles gibt es eine mehr und noch ein paar, genau, und der Goblin-Troll, den habe ich auch zweimal gedruckt. Falls ihr keinen Drucker zu Hause habt und die haben wollt, schreibt mich in der Bastel-Wastel-Gruppe einfach an oder auf Facebook oder auf Instagram. Können wir uns einen guten Preis aushandeln, genau. Leute, irgendwann kaufe ich deinen Shop mal leer. Ja, das sind die Leute, die sagen, irgendwann, wenn ich dann Bob Ross technisch zu meinem Geburtstag minus, Gott, was sind es dieses Jahr, 43% habe, dann macht es eher Sinn, den Shop leer zu kaufen. Gut. Ich habe fertig. Wir sind schon wieder, schaut mal auf die Uhr, 2 Stunden genau gestreamt und fertig. Viel gequatscht natürlich, aber es zieht mich förmlich in die Badewanne. Nee, vorher Pinsel waschen. Und dann zu meinem kleinen Hündchen auf die Couch und der vermitteln, dass sie nicht alleine ist. Und wenn sie Schmerzen hat, muss ich ihr natürlich den Bauch kraulen. Das heißt für mich, ich hatte heute einen sehr, sehr schönen Stream mit euch. Hatte mit tollen Farben, tollen Pinseln und tollen Menschen zu tun. Und natürlich mit einer sagenhaften Administratorin. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wahrscheinlich am Sonntag. Das ist immer so. Sonntagabend ist mein Streamingabend. Vielleicht mit einem Werkstattgeflüster, vielleicht mit ein paar News. Weil ich habe so ein bisschen was gelernt in Sachen Slicer
und vielleicht drucken wir was gemeinsam. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch schönen Freitagabend, schönen Samstag und vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Peace, Love and wir haben den grauen, nein, den weißen gemacht, der ein bisschen grau ist. Schweig over, danke fürs Zusehen. And out. Und gerne hier jetzt am Schluss, bevor ihr rausgeht, nochmal ein Like machen. Einfach mal schauen, ob wir richtig viele Likes bekommen. Macht es gut, schönen Abend, bye bye.